Hallo und herzlich willkommen zu Graustausch Nummer 308. 308. Und wir wollen nicht den Themensalat frönen, wie sonst immer am ersten Wochenende des Monats, sondern es ist Dezember und das bedeutet für uns Jahresrückblickzeit. Genau. Wir werden jetzt also die nächsten 4 Wochen in 4 Graustauschs ja, das Jahr Revue passieren lassen, das Gaming-Jahr. Alle Games, die für uns relevant waren, nochmal besprechen und so weiter und so fort. Gleich als Hinweis vorab, wir werden jetzt nicht jedes Remaster und jede Neuauflage für eine andere Konsole und sonst was besprechen, sondern halt größtenteils neue Releases und wenn Neuauflagen, dann wenn sie in irgendeiner Form Relevanz hatten für uns. Genau. Genau, also jeder Graustausch wird jetzt ein Quartal sein, wo wir die Games des Quartals besprechen. Und am Ende, hoffentlich diesmal nicht erst im Februar, sollen dann die großen Graum Hoch Awards stehen, in denen wir dann unsere Games des Jahres küren. Genau. Wir müssen auch gucken, wie wir von terminlich alles so hinbekommen und so weiter. Ja, ob wir es denn Ende Januar, Ende Dezember oder Anfang Januar machen, müssen wir mal Ja. gucken, wie wir es zeitlich hinbekommen. Genau. Aber ja. Und das ist der Plan. Und dann folgt ja noch unser Ausblick auf das nächste Spielejahr, was bis vor kurzem noch relativ leer aussah. So langsam werden hier Fühlt doch auch, sich so ein füllt bisschen. sich so langsam. Dragon's Dogma 2 wurde gerade neu Ja. angekündigt für 22. März. Freue ich Und wir mich sehr sind drauf. noch, wo wir das jetzt hier aufnehmen, die erste Hälfte sozusagen oder das erste Quartal, wir sind noch vor den Game Awards schon. Ja. Das heißt also, wir wissen noch nicht, was bei den Game Awards zum Beispiel auch noch angekündigt wird und im Rahmen von dieser ganzen Veranstaltung. Mal gucken. Das Wir stimmt. sind noch neugierig. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Ja. Ja, und das Jahr wurde eingeleitet von One Piece Odyssey, war so der erste größere Titel, der dieses Jahr rausgekommen ist. Und Vielleicht auch zwar ganz, ganz steht kurz hier. noch kurz auch noch natürlich noch sagen, wenn irgendwelche Games wir jetzt komplett strikt vergessen haben, wo ihr sagt, so, das sind eure Favoriten-Games natürlich aber gewesen, dann gerne damit in die Kommentare. Und dann, wie immer, natürlich auch ein Däumchen hoch gerne da lassen, wenn euch das alles gefällt. Und dann können wir jetzt mit One Piece anfangen. Ja, man kann ja sagen, vielleicht, ich glaube, wir beide sind dieses Jahr so gerade im Indie-Bereich nicht so sehr Nicht aktiv so krass, gewesen, ja. weil einfach die Schlagdichte an Ja. AAA-Krachern so unfassbar hoch war, dass man gar nicht zugekommen ist, die kleineren Titel irgendwie auszuprobieren. Ja, richtig. Und ja, aber wie gesagt, der erste große Titel war One Piece Odyssey, was ja für alle gängigen Konsolen im Januar rausgekommen ist. Und das war, wie soll ich sagen, das war dieses Rollenspiel Odyssey, genau, Rollenspiel Odyssey. Oh Gott, es tut mir leid. Sprechen schwierig, Arbeit gewesen, müde. Ja. Verzeiht. Also, das One Piece Rollenspiel, wollte ich sagen. Genau. Wo es also nicht nur ein klassischer Prügler ist, so 2D-Prügler-mäßig, sondern halt auch ein paar Rollenspielanleihen mit dabei hatte. Was, glaube ich, eine komplett eigene Story hatte, ne? Das hatte nicht die Story Nee, also man nacherzählt. doch, man spielt Doch. wohl zwei oder drei Arcs aus One Piece Ah, okay. in dem Game Ich weiß nach. es gar nicht mehr. Aber ja, wurde halt mit vielen netten eigenen Ideen garniert. Also unter anderem haben sie so ein Kochsystem mit Sanji reingebracht, dass man sich da Buffs kochen kann und so weiter. Und haben halt ein klassisches JRPG draus gemacht. Wo ich sagen muss, zu dem Zeitpunkt hatte ich mit One Piece ja noch nichts am Hut. Mittlerweile, am Strohhut. Mittlerweile habe ich ja die Live-Action-Serie gesehen und den Anime angefangen. Mir diese Mammutaufgabe vorgenommen und bin sehr verliebt in beide Versionen aktuell. Die haben mich aber darin bestätigt, dass ein JRPG nicht unbedingt das richtige Genre für One Piece ist, so ein rundenbasiertes JRPG, weil One Ja. Piece ja eigentlich ab Anfang an nur zunehmender Wahnsinn ist. Ja. So, und ja, sie hatten zwar coole Attacken drin und coole Finisher und so weiter, aber es hat sich für mich, von dem, was ich gesehen habe, nicht so One Piece-ig angefühlt, Ja, das ja. Ganze. Ja. Denn nicht umsonst war es bisher größtenteils eigentlich immer nur halt Prügler halt, Ja. Fighting Games, die halt mal mehr, mal weniger auf Story gesetzt haben und so weiter und je nachdem unterschiedliche Roster hatten und so ein Kram. Ähnlich wie halt die Dragon Ball Spiele größtenteils ja auch eigentlich immer sind Ja. halt, dass es halt irgendwie größtenteils Prügler sind. Weil es nun mal ein Shonen ist, wo halt hauptsächlich sich auch die Fresse gegeben wird irgendwie. Also da ist klar, in den Animes gibt es auch Stories und so weiter, aber du hast halt hauptsächlich sind Kämpfe, 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 die immer weiter ausarten und so. Und da ist natürlich dann so rollenspielmäßig, ja, kommt vielleicht nicht ganz so gut an. War aber dennoch an sich von den Reviews, wenn ich mich noch richtig erinnere, relativ beliebt. Also es Ja. war auf der besseren Seite von den ganzen One Piece Games, die mittlerweile so rausgekommen sind.
Und Fans der Serie, auch vor der Live-Action-Serie, hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß, glaube ich, mit dem Spiel. Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Ja, dann kommen wir zum ersten Titel, den ich gespielt habe, dann auch dieses Jahr. Und das war Fire Emblem Engage. Mhm. Und ja, Three Houses. Three Houses war ja. Durchgespielt? Nee, habe ich nicht. Dazu kommen wir gleich. Three Houses war ja unser okayestes Spiel des Jahres. Genau. Und ich sag mal so, Engage könnte sich auch wieder in diese Riege einfinden, weil wo ich fand, dass Three Houses am Ende zu repetitiv wurde mit diesem ganzen, du bist in deiner Schule und sprichst mit allen und machst Geschenke, Haut. Und so war es aber trotzdem ja ein Game, was uns bis zum Ende irgendwie drangehalten hat und unterhalten hat. Und ich ja dann sogar noch mal einen zweiten Playthrough gemacht habe. Und das ist ja mal so meine Metrik, wenn ich ein Spiel 80 Stunden spiele, dann ist es kein schlechtes Spiel. Ja. So, dann ist da schon irgendwas drin, was mir Freude macht. Und Engage hat ja jetzt diesen Social-Aspekt extrem wieder rausgenommen. Also es gibt es noch, aber sie haben das extrem verkleinert und verkürzt, das Ganze. Und das ist wohl von allem, was ich höre, wieder mehr ein klassisches Fire Emblem mit dem Fokus auf dem Taktik-Aspekt. Ja, ja, genau. Und den fand ich auch langweiliger als in Three Houses, weil ich da schon diesen Aspekt cool fand, dass man mit Armeen gegeneinander kämpft. Ja. So, also es ist zwar immer nur eine Einheit, aber es war animiert, als wären es Armeen, die gegeneinander kämpfen und so weiter. Genau. Und hier ist es halt ja, einzelne Kämpfer halt. Wirklich. Ja, irgendwie so ein Taktikspiel, was auch eine große Schlacht und einen großen Kontinente umfassenden Konflikt beschreibt. Aber du hast diesen Eindruck nie. Du hast immer das Gefühl, bei den Gegnern kommen da so 20 Hansels angelaufen und das ist dann eine Armee, die da irgendwas invasiert. Genau. Und auch die Maps waren irgendwie so alle so basic. Also ich habe es etwa bis zur Hälfte gespielt und irgendwie war da nichts, wo ich dachte, boah, hier werde ich jetzt taktisch irgendwie cool gefordert oder so. Also Ryan hat mir gesagt, da kommt wohl noch einiges dann später, aber das hat mich dann so lange nicht dran gehalten. Ja, ist aber trotzdem ganz nett gewesen insgesamt. Es hat halt so eine ganz coole Mechanik, dass es so Ringe gibt, mit denen du die Helden aus alten Fire Emblem-Teilen zu dir rufen kannst und mit denen quasi auch fusionieren kannst, um eine richtig stimmt, super, das war das super Ding, Form zu kriegen und Special Moves und so weiter. Und das fand ich ganz cool, dass du dann eben auch ein Band mit denen aufbaust, dadurch neue Skills und neue Moves bekommst. Dann kannst du aber auch die mit mehreren Charakteren leveln, sodass du es dir immer so zusammenbauen kannst, wie es gerade für dich passt. Und das war ziemlich cool. Und sie haben halt auch den Modus eingebaut, dass du halt eine gewisse Anzahl zurückspulen kannst im Kampf, sodass richtig. Du halt nicht gleich alles verloren hast, wenn mal was schief geht. Ja, aber irgendwie war das Gesamtpaket für mich unrunder. Also auch die Story war so eigentlich hochdramatisch mit Verrat und Mord und Totschlag und allem. Ja. Und irgendwie war alles so happy-go-lucky und hahaha und das ist eigentlich alles doch ganz lustig und herzlich. Ich weiß nicht, da haben sie für mich irgendwie nicht ihre Tonalität gefunden. Da war es davor bei Three Houses? Kingdoms? Ja. Three Houses. Da war es halt deutlich düsterer gefühlt irgendwie. Ne? Da war halt auch einfach die Storys, die sie noch da gemacht haben, sehr viel dramatischer. Zumindest in der zweiten Hälfte, was da noch alles so passiert ist und so weiter. Das fühlte sich einfach, ich sag mal, ein bisschen erwachsener an, einfach irgendwie so ein bisschen düsterer. Ja. Und ich habe gerade nachgeguckt, tatsächlich auch was die Fans waren anscheinend auch derselben Meinung, dass es halt gut war aber nicht so gut wie halt Three Houses. Also Three Houses würde von allen deutlich besser gesehen. Also Metacritic steht Three Houses bei 88 und Engage bei 82. Ja. Also immer noch gut, aber schlechter. Ja. Relativ einig, dass es nicht so gut war, waren sich viele Leute bei Forspoken. Genau, was, den PlayStation 5 exklusiven erstmal. PC kannst du auch bestimmen. Ja, was am 24. Januar rauskam und das Studio ist mittlerweile tatsächlich schon geschlossen worden, weil das Ding so gigantisch gefloppt ist. Ja, Und es ist halt auch bitter, weil es war halt, das war ja ihr Luminous Engine Projekt. Das war ja eigentlich ihr Ding, das ist unsere Engine, das kann die. Und ja, die Effekte waren sehr schön. War so schön. Das Spiel sah im Großen und Ganzen gut aus, aber auch nicht überall. So Charaktermodelle und so waren ja nicht so toll. Effekte und Landschaften und Beleuchtung war halt sehr, sehr stark. Ja. Aber also, das kann man im Spiel lassen. Und ich habe eine Review dazu gemacht. Ich finde, man kann dem Spiel sogar auch lassen,
dass es Spaß macht. Also das Gameplay und das Movement in dem Spiel macht mir super viel Spaß. Also da durch die Gegend zu heizen und einfach sich von einem Felsen zum nächsten zu hangeln und ja, dann eben noch aktiv dafür zu sorgen, dass du immer schneller wirst und so weiter. Und auch die Kämpfe macht Spaß, ist cool. Das Problem bei Forspoken sind halt zwei Sachen. Die eine ist, dass sie halt einmal mehr meinten, sie müssen eine riesige Open World bauen, in der halt nichts Interessantes drin ist, was irgendwie logisch ist, wenn man eine Welt etabliert, in der es nur noch eine lebende Stadt gibt und ansonsten ist alles drumherum tot. Tot. Ja. Ja, dadurch ist es halt ein reines Checkpoints absammeln auf der Open World Map, was man machen kann. Das habe ich so in zwei Gebieten gemacht und dann gedacht, boah, nee, warum eigentlich? Lass mal. Und dann eben das noch viel größere Problem war, dass halt diese Charaktere und diese Story einfach überhaupt nicht funktioniert haben, weil sie versucht haben, eine ernsthafte Geschichte mit einer Gen Z TikTok-Influencerin im Prinzip zu erzählen. Ich meine, sie ist von der Story her eigentlich eine sehr arme Frau und Teenagerin oder 21 oder so ist sie, aber es wirkte alles so an die Generation TikTok ausgerichtet. Ja. Und ja, mit freshen Lines und ganz vielen Quips und ich nehme keine Situation ernst. Ja. So. Und ja, ich sag auch da, wenn man das ein bisschen länger gespielt hat, dann hat das auf irgendeiner Ebene funktioniert. So dieses, ja, sie gehört hier halt einfach nicht hin. Nicht hin, ja. Aber es war trotzdem keine Story, die mich irgendwie reingezogen hätte in das Ganze. Ich weiß ja noch, dass Anfang Januar, Anfang des Jahres war ja wirklich gleich in den Trailer noch dieses erste Meme so ein bisschen des Jahres so irgendwie entstanden, wo halt die so ein Werbe-TikTok-Video irgendwie gemacht hatten, wo die halt dann irgendwie gesagt hat so, ist voll krass, ich bin hier in diese Welt geportet und jetzt muss ich mit Magie ballern, wow! Ja. Irgendwie sowas. And I'm halt fighting freaking dragons! Ja, genau. Also so mega schlecht und sowas von böse Cringe, wie man so schön sagt. Und es wurde von allen verarscht, mit allen möglichen einfach drüber gesprochen und so weiter. Also ja, das allein das war schon wirklich so, dachte so, oh nee, das ist so böse, das ist so, oh. Ja. Nee, und das gesamte Spiel ist aber gefühlt irgendwie so. Das ist so die ganze Zeit und ja. Ja, wie gesagt, dann war es auch das Problem, dass halt auch die ganzen Nebencharaktere, mit denen man ja interagiert und so weiter, waren alle zum Vergessen. Die waren alle nichts Besonderes. Niemand war irgendwie, wo man dachte so, ja, da das Schicksal von der Person interessiert mich jetzt total. Oder, oh, das ist ein Schicksalsschlag, was der Person passiert. Sonst irgendwas. Es war, alle waren durch die Bank weg, völlig egal. Ja, kann man ja sagen. Also, was passiert in den ersten 2-3 Stunden des Spiels? Die machen halt wirklich, die bedienen sich dieser klassischen Tropes, die mittlerweile jeder doof findet. So dieses, der Klassiker, wir etablieren einen Hundewelpen und was könnte man jetzt mit einem Hundewelpen machen, Emotionen zu wecken? Wir töten es. So, und hier machen sie es halt mit so einem kleinen Mädchen, was man gleich in der ersten Spielstunde trifft und dann beklaut die einen und dann denkt Faye, die ja selber klaut, wow, wir haben eine Connection, wir zwei. Und wenn man sie das nächste Mal sieht, wird sie schon umgebracht und deshalb zieht Faye auf Rachefeldzug. Und das ist so, ja, nee, irgendwie funktioniert das nicht. Und ja, ist irgendwie auch wahnsinnig schnell und abgehackt erzählt, so keine Bösewichtin bekommt mehr als 10 Minuten Screentime gefühlt und es ist so, ja, braucht man nicht. Ja, genau. Nee, deswegen, also ich hab, es war wirklich, nachdem ich die ersten Test-Reviews davon gesehen hatte und so weiter, ich dachte so, nö, muss ich nicht spielen. Habe ich eigentlich gar kein Interesse dran, muss nicht sein. Und ja, ich habe Forspoken bis jetzt nicht gespielt. Und habe immer noch keine Lust drauf, das zu spielen, muss ich sagen. Du hast dich ja denn durchgequält. Also ja, durch nicht. Ich habe so 17, 18, 19 Stunden irgendwie sowas gespielt. Ah, okay. Ich wollte sagen, du hast auch nicht durchgespielt. Ja, genau. Ja. Interessanter war das schon das nächste Spiel, was rüberkommt wie ein Indie-Spiel, aber eigentlich gar kein Indie-Spiel unbedingt ist. Und zwar Hi-Fi Rush, was für die Xbox Series XS und für den PC erschienen ist und auch immer noch im Xbox Game, was natürlich drin ist. Was von den Machern. Verdammt. War das von Bethesda Vegas? Ist das. Genau, von Bethesda und es war von den Machern von. Hier. Fallout Vegas, ne? War es nicht von denen? Ich weiß gar nicht, wer das eigentliche Studio war, aber Obsidian war es nicht, weil die sind ja gar nicht bei Bethesda drin.
Aber ja, jedenfalls Bethesda hat so aus dem Nichts gesagt, ach übrigens, hallo, hier ist Hi-Fi Rush. Ja, weil es war ein Shadow Drop tatsächlich. Es wusste vorher niemand, dass dieses Spiel existiert. Ja. Und ja, dann war es plötzlich da und ja, hat sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, weil es, ja, so wie ich es mitbekommen habe, ein Character-Action-Rhythm-Game ist. Game, genau, im Anime-Stil. Von Tango Gameworks. Ah, Tango, ja, also von den Evil Within. Evil Within machen war das, siehst du. Nicht Vegas, sondern Evil Within machen. Genau. Ja, und ja, wie gesagt, es ist halt ein cooler Mix, also ein absolutes Rhythmusspiel, also alles passiert dort, auch wenn du halt irgendwie coole rumslidest, die Kämpfe sind auch mit Rhythmus basiert, die Story ist natürlich auch sehr viel, auch im Rhythmus und so weiter. Was also erstaunlich ist, weil der ganze Stil ist halt sehr bunt und eigentlich auch sehr, sehr, ne, viel freudestrahlend und so weiter, aber es sieht eine sehr, sehr coole Geschichte dabei sogar, mit sehr, sehr coolen, auch tiefgründigen Charakteren durchaus. Allein ist das zum Beispiel, der Hauptcharakter verliert gleich am Anfang des Games verliert einfach mal einen Arm. Und muss dann halt damit leben, dass er jetzt halt eine Prothese hat auch und so weiter und einen mechanischen Arm hat und so ein Kram. Ich habe es leider nie komplett durchgespielt. Ich habe es mal angespielt, wollte es eigentlich weiterspielen, dann kamen andere Sachen. Das war halt so, verdammt. Ich will eigentlich immer noch irgendwann mal durchspielen, aber ja, das sind so auf den Stapel der Schande, so dem Motto, der Pile of Shame. Und er wächst und wächst und wächst. Richtig, also irgendwann will ich das eigentlich gerne mal machen, aber gucken, ob ich immer noch dazu komme. Vielleicht ja nächstes Jahr, vielleicht ist nächstes Jahr nicht ganz so viel, vielleicht kommt man ja doch mal irgendwann das um so nachzuholen, was dieses Jahr so rausgekommen ist, weil dieses Jahr war wirklich, wirklich viel. Und ja, und das war einfach eine super Überraschung, war ein Shadow Drop und es hat allen gefallen. Alle waren super happy über dieses Game. Es hat durch die Bank weg gute Bewertungen und Kritiken bekommen. Und ja, gerne mehr von sowas. Einfach so, zack, da habt ihr. Und es ist einfach ein Xbox Game Pass. Also ein Xbox Game Pass kann man einfach downloaden und zocken. Ja. Das war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Genau, sehr, sehr cool fanden wir seinerzeit auch Dead Space, als es im Original rauskam. Als man noch grüne Kisten zur Seite schieben musste. Genau. Und das ja, jetzt wird niemals los. Jetzt kam ein Remake für Dead Space. Wo ich ja von Anfang an gesagt habe, ich kann gar nicht sagen, was bei mir die Metrik dafür ist, ob ein Remake notwendig ist oder nicht. So, weil bei Dead Space, es wurde angekündigt, ich war so, ja, also so richtig brauche ich jetzt kein Dead Space Remake. Das fühlt sich für mich noch frisch genug an. Aber bei einem Resi 4, was ja so gesehen nur ein paar Jahre in Anführungszeichen davor war, dachte ich, oh ja, Resi. Ja, kann aber auch daran liegen, dass es Resi ist und ich Resi einfach liebe. Nochmal mehr. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz wurde auch hier sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert den Entwicklern, die ja auch durchaus noch eine nicht ganz irrelevante Sache dazugefügt haben, nämlich, dass Isaac, der Charakter, mittlerweile spricht, was er damals nicht getan hat im Original-Game, was schon zu so ein paar Momenten geführt hat, wo man dachte, hier müsste jetzt ein Mensch eigentlich psychisch zusammenbrechen in diesem Moment und er reagiert einfach nicht darauf, was da gerade passiert. Obwohl ja eigentlich eine ganz coole Story erzählt wurde damals, mit sehr, sehr schönen Twists auch drin. Und das kommt jetzt halt viel besser zur Geltung, einfach weil er reagiert auf das, was um ihn herum passiert an Wahnsinn und Entwicklungen. Und ja, auch einige Dialoge und Charaktere wurden nochmal ein bisschen umgeschrieben. Ich habe es jetzt nicht gespielt, das Remake, aber habe halt überall nur Lob gelesen dafür, dass Charaktere, die früher einfach übelst unsympathisch waren und so, dass die jetzt, dass das jetzt alles besser funktioniert und sich nach einer kohärenteren Story anfühlt. Ja, und ansonsten hat man halt einfach Dead Space genommen von damals. Das Gameplay hat nochmal ein bisschen verfeinert, aber ansonsten einfach ja das schöne Gefühl von damals gegeben, dass man in Panik auf Necromorph Gliedmaßen schießt, während sie auf einen zurennen. Und ja, das funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Und ja, jetzt hoffen ja Fans so ein bisschen drauf, dass vielleicht dann 2 geremaked wird und dann maybe 3 nochmal neu gemacht wird. Ja, entweder 3 nochmal neu gemacht wird oder wenn es halt ein Remake sein soll, dann einfach nur so ein kleines so. Ja, oder also das. 3 kann man vergessen, das ist nicht wichtig. Das ist, also die Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass vielleicht aus, wenn das jetzt erfolgreich ist, aus diesem neuen Dead Space neues Dead Space entsteht, richtig, sozusagen. Genau. So, und ich muss aber sagen, ich habe jetzt nicht recherchiert danach, aber ich habe jetzt bei Dead Space beim Remake nicht irgendwie groß
Vermeldungen gehört. Also nicht so, also hat sich 3 Millionen Mal verkauft in der ersten, im ersten Monat oder so. Aber es kann sein, dass es einfach mir vorbeigegangen ist, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es war auf jeden Fall sehr beliebt bei denen, die es gespielt haben. Weil es wird ja leider bei Videospielen immer nur vermeldet, wenn etwas sehr erfolgreich war. Wenn irgendwas nur okay performt hat, dann wird das schon nicht mehr gesagt. Okay, also hier steht sogar, es war ein Erfolg. Was steht hier? Na, immerhin. Also ich weiß keine genauen Zahlen, aber von den Kritiken her und von der, was man so gehört hat, von auch Fans und so weiter, scheint es ein Erfolg gewesen zu sein. Aber es halt Okay. jetzt nicht. Ja, also dann wahrscheinlich kein Mega-Erfolg, ne? Weil dann wäre wahrscheinlich schon die, wir haben so und so viele Einheiten in dieser und jener Zeit verkauft, Meldung gekommen. Aber gut, wir hoffen einfach mal, dass es gut gelaufen ist, weil es wurde halt gute Arbeit geleistet. Aber ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass nicht nur mir so ging, dass dieses Gefühl so war, ja, braucht Dead Space jetzt schon Remake? So, vielleicht lag es daran ein Naja, bisschen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ein Spiel, wo es Verkaufserfolgsmeldungen gab und das oh sehr, sehr, ja. sehr schnell, Oh ja. war Hogwarts Legacy, was am Ja. 10. Februar erschienen ist. Ja, wo ich glaube, nach 2 Wochen oder so gesagt wurde, es hat sich 12 Millionen Mal oder so verkauft. Also, Ja. ja, es hatte, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit 1 Milliarde eingespielt, dieses Game. Ja. Und das wird seitdem nicht weniger geworden sein, weil, also weniger eh nicht, aber nicht nachgelassen haben, weil es kam ja dann auch noch eine PS4-Version und eine Xbox One-Version und so weiter und so fort. Ja, also das Ding ist sehr durch die Decke gegangen. Das war jetzt auch wenig überraschend, ehrlich gesagt, denn es ist halt nun mal Harry Potter und trotz aller Kontroverse rund um J.K. Rowling, die wir an dieser Stelle mal zur Seite schieben, das haben wir Ja, zur Genüge diskutiert in der Vergangenheit. Ja, war halt klar, dass wenn das ein halbwegs, selbst wenn es kein halbwegs solides Spiel gewesen wäre, sich das verkauft wie geschnitten Brot. genau, ganz von alleine So. einfach verkauft. Und ja, was soll man sagen? Es hatte sogar am Anfang ziemliche Probleme noch, das Spiel, was Performance angeht und so Ja. weiter. Dass halt viele Grafiken haben nicht richtig funktioniert, Bildflackerei, Lichtstimmung hat nicht funktioniert und so weiter. Es gibt einige Bugs auch, dass erst mit der Zeit gepatcht worden ist. Er hatte zum Glück fast keine Probleme im Spiel. Ich hatte ab und zu mal ein paar Probleme mit Flackern und so weiter. Und ich konnte es nicht auf den allerhöchsten Grafikeinstellungen spielen, muss man auch sagen, weil es einfach sonst geruckelt hat, obwohl ich halt eigentlich einen ziemlich hochgezüchteten Rechner habe. Und mittlerweile wird es vielleicht besser gehen. Aber dennoch habe ich es komplett durchgespielt, auch mit allem drum und dran, also auch alles extra gemacht und so weiter, auch alle Rätsel gemacht und. Einfach weil, ja, Harry Potter ist halt bei mir so ein Ding. Ich bin damit halt groß geworden, habe alle Bücher gelesen. Ich war teilweise bei Mitternachtsverkäufen für den nächsten Teil irgendwie vor Buchladen und so weiter und alle Filme geguckt, alle auch, glaube ich, im Kino geguckt und. Und ja, das war für mich dann halt so, okay, egal was die Reviews sagen, ich muss es halt spielen. Und ich habe es dann halt gespielt und es hat mir Spaß gemacht und es war cool. Wirklich da als Zauberer einfach durch Hogwarts einfach durchzustreifen und ja, einfach die gesamte Welt so jetzt so zu erleben und zu sehen und so weiter. Und es war einfach richtig schön, nostalgische Reise irgendwie einfach. Das ist zwar so groß zu sehen und live Ja. zu sehen, so nach dem Motto. Das war einfach richtig, richtig gut. Das Spiel hat seine Macken auf jeden Fall gehabt. Es war jetzt nicht das perfekte Spiel, wenn man es mal so allgemein betrachtet. Wir hatten ja auch eine Review dazu gemacht. Komplett, wo wir über alles Mögliche so geredet hatten. Also Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass halt sehr viel eher Kulisse war, als dass es wirklich eine echte lebendige Welt war. Allein zum Beispiel, dass halt da die Schüler halt immer wieder dieselben Sachen abgelaufen sind. Du hast halt innerhalb kürzester Zeit hast du dieselben random Sachen, hattest du halt immer und immer wieder. Da war halt nicht sehr viel Abwechslung irgendwie. Aber es war halt eine sehr, sehr schöne Kulisse. Trotzdem war einfach, das sah das ganze Spiel sah einfach phänomenal aus, selbst nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen. Und ja, es hatte sehr viele Rätsel, das hat mich da, das Kampfsystem hat mich da am Ball gehalten, den ganz verschiedenen Zaubern, wie man die halt so eingesetzt hat und so weiter. Aber es war halt an sich sehr viele auch ähnliche und repetitive Rätsel irgendwie. Es war mehr so ein, immer so ein Abarbeiten eigentlich mehr von diesen ganzen Sachen, Ja. anstatt dass wirklich das coole, wirkliche Nebenstories irgendwie wirklich Ja. drin hatte. Ja, und man hatte auch das Gefühl, finde ich, dass vieles, was sie gemacht haben an Nebenaufgaben, in der Welt nicht so richtig Sinn ergeben hat. So, da waren so Ja. viele Sachen, man denkt, ja, und die wurden in all den Jahren auf dem Hogwarts-Gelände nicht bemerkt.
diese Sachen. Und auch so, wie man neue Zauber bekommen hat. Das war am Anfang noch in die Story eingewoben. Genau, genau. Und später war es dann so, hey, ich will dir jetzt den Feuerzauber beibringen. Damit du das lernst, musst du 5-mal ausweichen und 3 Gegner anknabbern lassen von deinen Pflanzen da. Ja. Und man dachte, also, ist jetzt ausgedacht, aber so war das immer, dass man ganz oft war, was hat das jetzt mit dem Zauber zu tun, was ich hier tue? Aber trotzdem, wir haben es sehr ausführlich in der Review beleuchtet, aber trotzdem war das Ganze mit sehr, sehr viel Herz gemacht, spürbar, eindeutig von Fans gemacht, also weil sie selbst Dinge eingebaut haben, die in den Büchern nur so am Rande mal erwähnt wurden. So in das Ganze. Mein Lieblingsbeispiel war zum Beispiel die Geisterparty ganz unten im Keller. Jetzt hab ich's vergessen, verdammt, wie hieß nochmal. Die Geisterjagd-Club, irgendwie sowas. Das wird nur mal ganz kurzzeitig beim allerersten Buch kommt da so eine Erwähnung, dass halt der fast kopflose Nick eigentlich unbedingt in diesen Club rein will, aber nicht darf, weil er halt nur fast tot ist, auch nicht komplett. Oder nicht nur halb kopflos ist, auch nicht komplett kopflos für diesen Jagdclub irgendwie. Und das Ding haben sie da unten halt eingebunden. Du kannst da den Ort besuchen und da mit den Geistern reden und so weiter. Genau. Und das war so, oh, ist das cool, dass sie daran gedacht haben, das eingebaut zu haben. Das war schön, das so zu erleben und zu entdecken. Genau, ich fand auch, es sah super aus. Also es war jetzt gar nicht mal grafisch so krass opulent. Also es gibt hübschere Spiele, aber das war einfach in seiner Farbgebung, in seiner Lichtstimmung so sicher, dass ich bei allen dachte, boah, das sieht ja schön aus hier. Und was ich sehr, sehr, sehr zu schätzen wusste, die Map ist relativ klein und das ist gut so. Ja. Weil du nicht dieses Gefühl hast, wie bei Forspoken zum Beispiel, dass du diese Map aufmachst und denkst, boah, keinen Bock, das alles zu machen. So, und man konnte es, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, in 20, 30 Stunden konnte man es auch durch und auf 100% spielen. Also war es auch nicht so ein Riesending, was ja mittlerweile für uns beide ein positives Argument ist. Und war schon ein rundes Ding, hat den Erfolg verdient. Und wir haben ja auch damals aber schon gesagt in der Review, es wird jetzt sehr spannend, wie man einen zweiten Teil angeht, weil diese Faszination, wir laufen durch Hogwarts, die haben wir jetzt gehabt. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie dann beim zweiten Teil das erweitern wollen, das Ganze. Ja, mal geguckt, also ich habe da so gut wie auf 100%, also mir fehlen irgendwie 4 Folge oder sowas, aber da waren, kann ich keine Lust mehr, das zu machen. Ich habe 87 Stunden. Also vielleicht ein bisschen warten und so weiter, kann man sagen, so 80 Stunden für 100% habe ich alles. Okay, ja, dann war es doch 20 bis 30 Stunden, wenn man nur Hauptunternehmen macht. Also ja, man kann viel Zeit rausholen, aber wenn man sich auf die Story-Sachen und so besinnt, dann kann man das in einer vernünftigen Zeit durchspielen. Und was dann am meisten Spaß gemacht hat, da gibt es ja noch einen anderen Vertreter, was das Fortbewegen angeht, halt durch die Welt, ist halt auch super viel Spaß gemacht, einfach auf ein Reittier oder auf dem Besen einfach dann durch die Welt zu fliegen und einfach von oben das alles zu sehen und so weiter. Ja. Das war auch sehr, sehr schön. Ja. Dann ein Spiel, was ich erwähnen wollte, weil ich es, weiß gar nicht mehr, ob als Kind oder als Teenager, auf jeden Fall vor langer Zeit, sehr, sehr gerne gespielt habe, war Pharao, was jetzt in der New Era Version remastered wurde und neu aufgelegt wurde. Ja. Und ja, das ist so ein gutes, altes Aufbauspiel à la Anno und so weiter und so fort. Und spielt halt in Ägypten und dreht sich halt primär darum, dass man irgendwie an den Flüssen des Nils seine Städte und Siedlungen aufbauen muss. Und mit der ganz coolen Mechanik, dass halt der Pharao in regelmäßigen Abständen von dir Tribut fordert und sagt, zum nächsten 10 Tag liefert mir mal 20 Flaschen Wein. Und du halt deine Base managen musstest, die Leute zufrieden halten musstest, dafür sorgen, dass alles funktioniert. Und dann immer noch dieser Pharao ankam und gesagt hat, ey, Freund Nase, jetzt liefer mir mal was. Ja. Und das hat dann so die Würze reingebracht, dass man halt irgendwie immer eine Aufgabe hatte, die man machen musste. Mochte ich damals sehr gerne. Diese Neuauflage hatte wohl so ihre Probleme. Also sie war auf PC jetzt nicht super gut bewertet. Also lief wohl zu Beginn nicht so sonderlich flüssig. Und viele haben sich auch vom Makeover ein bisschen mehr erhofft, als es dann letztendlich war. Aber trotzdem hat allein diese Existenz dieses Spiels in mir Nostalgie geweckt und mich erfreut.
Das ist so schön. Ich zu Pharaoh, glaube ich, habe ich nicht gespielt so wirklich. Oder wenn denn nur sehr kurzzeitig mal irgendwie damals, das Originalding. Ja. Ich glaube, es war nicht ganz meins. Ja. Ja, ein Spiel, was ich immer noch auch auf meinen Pile of Shame habe, es noch nicht geschafft habe zu spielen, ist Returnal. Das kam nämlich dieses Jahr auf dem PC raus und ist eigentlich ein Spiel, was auch schon letztes Jahr, vorletztes Jahr? Letztes oder vorletztes, ja. Letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen ist. Vorletztes, und, was 21. Wahrscheinlich sogar 21, ne? Ja, ja. Damals halt nur für PlayStation, jetzt halt dieses Jahr auch, wie gesagt, für PC erschienen. Ich spiel's noch, weil ich will's gerne selber spielen, aber es sind so viele andere Sachen einfach, die ich dann auch noch zur Zeit spiele und so weiter. Und ich hab's noch nicht geschafft zu spielen. Ja. Aber ich freue mich schon drauf, das selber zu spielen und dieses sehr, sehr coole Spiel mit einer sehr, sehr coolen Story, sehr coolen Mechaniken, wo du halt dann aus diesem Planeten und bist in diesen Zeitloop gefangen, wo du halt dich dann da in Third Person durch Horden durchschießen musst und das ist halt so Roguelike-mäßig. Und du aber Stück für Stück erfährst, warum du eigentlich da bist, was mit Planeten auf sich hat, wer du eigentlich selber wirklich bist und so weiter. Und warum du dich selber tot überall auffindest, so nach dem Motto. Ja. Das ist eine sehr, sehr coole Story auf jeden Fall. Ja. Ich wollte es hier einfach nochmal erwähnen, weil ich finde, A ist irgendwie immer, wenn so ein PlayStation-Game auf PC kommt, ist das allein irgendwie schon eine Erwähnung wert. Weil ich das sehr spannend finde, wie sie ihre Auswahl treffen, was sie auf PC bringen und was nicht und wann. Ja, genau. Und außerdem, weil ich immer wieder sagen muss, spielt Returnal, wenn ihr ein bisschen frustresistent seid, weil dieses Spiel ist so gut auf Story-Ebene und auf Gameplay-Ebene und auf Art-Design-Ebene, war ja auch mein persönliches Spiel des Jahres 2021, als es rausgekommen ist. Und es ist halt aber leider so ein Game, was unterm Radar fliegt. Ich habe gerade nochmal geguckt, also die All-Time-Peak-Player-Zahl war 6643. Also jetzt nicht so, sondern ich habe nur mal geguckt, so die Horizon-Version für PC, da war die Peak-Player-Anzahl 49.500. Oh, krass. So, okay. Ne, also, ja, Returnal ist irgendwie so ein Ding, was immer so unterm Radar durchfliegt. Man muss ja auch sagen, es gehört nicht gerade zu dem Genre Hardcore, Third-Person, Roguelike, Survival-Ding irgendwie. Ist nicht unbedingt das Core-Genre, könnte man sagen. Ja. Was jetzt jeder unbedingt spielen will. Genau, und hatte dann leider auch wieder noch Probleme, als es auf PC gekommen ist. Untypisch eigentlich für diese Sony-Ports, aber das hatte wohl Probleme, als es auf PC gekommen ist am Anfang. Richtig. Und war dann nicht so gut bewertet. Und mittlerweile bekommt ihr aber halt wirklich mit dieser PC-Version oder auf PlayStation halt auch die komplette Version davon, weil sie auch mit der Zeit noch einen Koop-Modus eingefügt haben. Also man kann es auch zu zweit spielen. Und so ein, Tower-Modus, wo du dich durch so einen Turm immer weiter hochkämpfst, der wohl auch ziemlich cool ist. Das Spiel wurde auch nach Release noch versorgt mit Content. Und wenn ihr es irgendwann mal nachholen wollt, dann macht ihr da nichts falsch. Außer ihr seid nicht frustresistent. Ja. Wo ihr auch frustresistent sein musstet, war bei dem nächsten Spiel. Allerdings nicht, weil das Spiel so unglaublich schwer ist, sondern weil dieses Spiel, sagen wir einfach, scheiße war. Wir reden von The Settlers New Allies. Das war ein Spiel mit schon einer sehr, sehr großen, langen, traurigen Geschichte. Weil es war halt so die Siedler, Restart so irgendwie. Ja. Also sie wollten halt einen neuen Siedlerteil rausbringen und das war eigentlich die Idee dahinter, die Siedlerreihe wieder ein neues Leben einzuhauchen und dann halt wieder die Siedlerreihe wieder loszumachen und so weiter. Und sagen wir es mal so, bei diesem Spiel ist halt alles schiefgelaufen irgendwie so gefühlt. Also als dieses Spiel rausgekommen ist, lief erstmal am PC, lief es nicht zu 100%. Also das war schon mal, es hatte technische Fehler, Bugs war und so weiter, KI, die nicht funktioniert hat und so. Dann war halt das gesamte System von New Allies war halt schon vorher in Beta- und Alpha-Tests und so weiter von vielen Leuten gesagt, so, das macht keinen Spaß, das ist nicht Siedler, das ist nicht wimmelig genug, das ist nicht toll genug, das ist nicht das, was wir uns eigentlich wünschen und wie eigentlich Siedler mal war und so weiter. Sie haben dann auch das immer wieder verschoben und haben dann noch dran rumgewerkelt und haben es versucht, irgendwie so ein bisschen zu verändern, aber es war halt trotzdem nichts wirklich irgendwie. Es waren auch die ganzen Versorgungsketten waren viel zu gering. Also Beispiel, was mir noch so im Kopf ist, war irgendwas zum Beispiel mit Getreide. Während halt in den alten Siedler war es wirklich so, okay, du musst halt wirklich erst so eine Farm bauen, du musst eine Bühle bauen, du musst halt einen Bäcker bauen, du musst aber, damit du Schweine oder Pferde hast, musst du dann halt auch noch gleichzeitig noch einen Schweinezüchter bauen, dann noch einen Metzger dafür zum Beispiel und für die Pferde musst du halt wirklich einen Pferdezüchter
und dann noch eine Kaserne haben und so einen ganzen Kram. Und jetzt bei den neuen war es, glaube ich, irgendwie so nur Farm und ich glaube, Mühle war noch dabei und dann gleich Bäcker. Aber es gab zum Beispiel keine Schweinezucht, es war einfach direkt Metzger oder irgendwie sowas und direkt ja, Stall. Ja, beziehungsweise es war auch da so, dass, also es gibt Farmen, glaube ich, aber da wird dann halt, da kommen dann direkt die Würste raus. So, oder also so, die, ja. Das ein Gebäude so produziert alles und ja genau. sie haben ja eine Beta gehabt im letzten Jahr, die halt katastrophal angekommen ist. Danach haben sie es halt nochmal ein bisschen aufgeplustert und ein bisschen mehr Versorgungsketten und so reingebracht, aber trotzdem hat man dem Spiel halt angemerkt, dass sie wahrscheinlich so dachten, ey, wir haben ja schon Anno und das ist halt gut für alle, die Aufbauspiele mögen. Und dann können wir ja mit Siedler jetzt nicht auch so ein primär Aufbauspiel machen. Obwohl ich finde, die unterscheiden sich genug, um nebeneinander zu stehen. Weil das eine ja wirklich ein City-Builder ist und ich bewohne ganze Inseln. Das andere ist halt mehr, ich mache hier meine Siedlung und dann ist das gut. Und dass sie halt so eine Mischung wollten aus Siedler und Age of Empires, aber nicht wussten, wie sie das anfangen sollen, weil halt auch der Echtzeitstrategie-Teil, auf dem ein sehr großer Fokus liegt, halt einfach unfassbar rudimentär und redundant ist und auch nicht funktioniert. Ja. Und also sich auch irgendwie so eine komische irgendwie so ein komisches Heldensystem auch mit rein? Oder nee, das wollten sie erst reinmachen, dann wurde es nicht mehr reingemacht. Ja, wollten sie doch erst, aber alleine, es gibt ja drei Fraktionen, die sich dann aber nicht wirklich unterscheiden voneinander. Und wenn du hast halt auch irgendwie nur drei, vier Einheitentypen und wenn du nicht zu diesem jeden Zeitpunkt Turm baust, hast du eh verloren, weil du überrannt wirst, weil sie noch so ein Wellensystem reingebaut haben. Und ja, das war halt nicht gut. Ja, das hat allen Siedler-Fans hat das Herz geblutet und alle haben, also durch die Bank weg, hat dieses Spiel schlechte Kritiken bekommen. Also, aber man kann ja da nichts wirklich viel Positives. Man kann ja dazu sagen, jetzt im Oktober, glaube ich, ist ja Pioneers of Pagonia in den Early Access gegangen vom Siedler-Erfinder Volker Wertig und da sieht bisher alles danach aus, als würden wir gutes altes Siedler bekommen. Auch mit ein paar fehlenden Elementen, weil halt nicht so viel Geld da ist, aber ja, der Fokus ist da wieder mehr auf dem, was die Leute gern hätten. Das muss auch sein, dass bei New Allies war es halt wirklich so, dass halt der Schaffer von Die Siedler war halt nicht mit dabei. Am Anfang schon und dann ist er gegangen wegen kreativer Differenzen. Ja, genau, also relativ früh, glaube ich, sogar schon ist er gegangen. Und wenn halt der Erschaffer von der Reihe sagt so, ey, ich habe keinen Bock mit dem Scheiß irgendwas zu tun zu haben, dann wusste man schon im Vorfeld, okay, das stimmt alles von und hinten nicht irgendwie. Ja. Also das ist schon, ja. Nee, das war sehr traurig, muss man wirklich sagen. Das war sehr, sehr schade. Ja, jetzt kommen wir mit zwei Titeln zu der Kategorie bei mir, das war dieses Jahr. Ja. So, nämlich mit Wild Hearts und Atomic Heart. Wir machen erstmal Wild Hearts. Heart. Das Doppelhart. Wild Hearts war der Versuch von EA, Monster Hunter Konkurrenten zu erschaffen. Und das ist ihnen wohl so rein vom Gameplay und so wohl auch ganz gut gelungen, weil sie auch ein paar coole eigene Ideen reingebracht haben. Unter anderem, dass es halt so Vorrichtungen gibt, die du halt mitten im Kampf aufbauen kannst. Und dann kannst du dir zum Beispiel Wände aufbauen, wo die Monster reinrennen oder ein Katapult, mit dem du dich in die Luft schießen kannst, um auf sie draufzukommen und so. Und das war halt so diese Kernmechanik, die neu war. So dieses, du kannst mitten im Kampf bauen und dir damit einen Vorteil erschaffen. Und sogar auf den Maps dir Vorrichtungen bauen, um schnell von einem Punkt zum nächsten zu kommen, die dann auch da bleiben. Also wenn du die einmal gebaut hast, dann sind die im Level. Und es kam ganz gut an. Was nicht so gut ankam, war, dass es einer der vielen, vielen, vielen Titel dieses Jahr war, die noch so 4 bis 6 Monate mehr gebraucht hätten, um flüssig zu laufen. Ja, das war auch wieder so ein Titel. Ja, es hat sich das gesamte, also man kann generell sagen, es hat sich das gesamte Jahr weiterhin durchgezogen. Gefühlt noch schlimmer eigentlich als noch die letzten Jahre zuvor. Sobald es irgendwie für den PC rauskommt, ist es eh noch nicht polished, ist es eh noch nicht finished, ist es eh noch nicht wirklich gut. Und ich finde es halt wirklich traurig, es ist mittlerweile, wenn irgendwas für den PC mal irgendwie rauskommt, was nicht gerade ein Indie-Titel ist. Weil meistens die Indie-Titel kriegen es hin, muss man auch mal dazu sagen. Die kleineren Titel kriegen es meistens hin.
Also, weil es ein größerer Titel ist, mit irgendeinem großen Publisher dahinter, sonst irgendwas, kannst du heutzutage wirklich fast sagen, also erstmal A, ohne Day-One-Patch geht's eigentlich nie. Und B, hol es dir nicht am Anfang. Warte einen Monat. Weil es dauert meistens so einen Monat, bevor dann halt die größten Sachen rausgepatcht sind. Und ja. Das ist wie früher, hast du gesagt, kauf keine Konsole zum Launch. Das heißt, es kauf kein Spiel zum Launch. Ja. Weil es eh noch nicht fertig ist. Und das ist einfach so traurig bei PC. Also ich bin ja mittlerweile auch an einem Punkt, wo, also ne, mein PC, man merkt, jetzt schwächelt er so langsam nach vielen, vielen Jahren, wo ich alles auf super hohen Einstellungen so spiele. Jetzt schwächelt er so langsam, er beginnt. Aber ich könnte trotzdem jedes aktuelle Spiel immer noch locker auf mittel- bis hohen Einstellungen spielen. Ja. Und trotzdem, im Moment, wenn ich die Auswahl habe und etwas auch für PS5 rauskommt, hole ich es für PS5. Weil ich einfach dann auf der sicheren Seite bin, es wird wahrscheinlich funktionieren. Richtig, so, weil da halt und Sony und Xbox dahinter stehen, so nach dem Motto, ne? Und da ist halt so, da muss es gepolished sein. Und wenn es da halt nicht ist, dann kriegen die halt richtig weit auf den Deckel. Ja. Wobei man hier sagen muss, Wild Hearts hat tatsächlich auf PC am schlechtesten funktioniert, aber auf keiner Version wirklich gut. Naja, da hat EA auf den Deckel bekommen, das weiß ich noch. Das war, naja. Und es hat wahrscheinlich auch einem Spiel, was sehr vielversprechend war, eigentlich ein bisschen das Genick gebrochen, weil halt viele gesagt haben, ey, so in einem halben Jahr können wir es empfehlen. Jetzt gerade nicht. So, und das ist halt in diesem Spielejahr ein Genickbruch. Wenn du rauskommst und dann gesagt wird, ja, in einem halben Jahr, wenn all diese anderen Games draußen sind, dann könnt ihr es spielen. Naja. Ja, und Atomic Heart, das ist halt ein First-Person-Shooter mit einem super, super interessanten Setting, wo es darum geht, dass es halt Cold War Punk so ein bisschen irgendwie, könnte man fast sagen. Weil du hast halt die Mischung aus, dass es schon so moderne Roboter und so weiter gibt und Maschinen etc. Aber spielst du in einer Parallelwelt, wo es halt darum geht, dass halt der Kalte Krieg noch nicht vorbei ist und der Kommunismus ist halt ganz, ganz stark und hat die ganzen modernen Sachen und so weiter. Und du bist in so einem großen, wie hast du gesagt, Freizeitpark, Forschungsfreizeitpark irgendwie, so ein großes Gelände, wo halt ganz viel präsentiert wird. Hier ist die Zukunft der Technologie mit den ganzen Robotern und so weiter. Und natürlich geht dann alles schief. Und du bist da halt da gerade eigentlich ja, zu Besuch dort, hast eigene Mission. Und jetzt gehen halt die ganzen Maschinen rogue und versuchen halt die gesamten Leute, die halt dort sind, gerade Besucher, Wissenschaftler und so weiter, alle umzubringen. Und du musst jetzt da durchballern durch die ganzen unterschiedlichsten, sehr, sehr cool designten Maschinen, muss man wirklich sagen, um halt irgendwie zu überleben. Und das Setting war super, super neu und interessant. Der Rest war alles so mittel, könnte man fast sagen. Das war das Problem. Gunplay war okay, war auch nicht das Beste. Also allein von den Waffen her war so, ja, wenn so ein cooles Setting ist, wären noch ein paar coolere Ideen für Waffen noch ganz cool gewesen. Das war nicht ganz so gut. Dann war halt die Karte, war ja hier mal auch wieder zu groß gefühlt irgendwie, weil die war halt an vielen Stellen, du hattest da deine coolen Orte, wo du halt wirklich dachtest, okay, was ist denn jetzt hier mit Laboren und so weiter. Du hattest aber auch sehr viel zwischen diesen einzelnen Orten, einfach nur Leerlauf, wo halt so, ja, hätte auch kleiner sein können, so irgendwie. Ja. Und die Story ist interessant, aber an einigen Stellen, wenn ich mich recht erinnere, war es irgendwie so sehr, sehr konfus entweder. Oder hatte auch so seine Logiklücken. Und das, ja, war alles am Ende so ein bisschen so, ja, naja. Ja, und dann halt noch dazu so einen super maskulinen, fuck yeah, Main-Charakter, der nichts ernst genommen hat von dem, was da passiert und halt immer dumme Sprüche gebracht hat und so weiter. Ja. Und ja, dann halt auch irgendwie manchmal so ganz weird sexuell angehaucht mit so einem Verkaufsautomaten, der nur aus sexuellen Anspielungen besteht, so, steck deine Hand in mich rein und so. Und man das Gefühl hatte so, da ist keine klare Linie. Genau, das war ja auch noch, es wirkte wie eine Mischung aus, einerseits so das Parodie-Sein und andererseits aber halt total dystopisches Punk-Setting irgendwie. Ja. Das war so, was wollt ihr jetzt so irgendwie? Und ja, was sehr schade war. Und es hatte auch wieder, auch hier Anfang, einige Fehler. Es war halt auch wieder hier nicht polished, wirklich. Es war auch wieder so ein Game, wo man sagte, 2-3 Monate mehr, da noch ein bisschen das alles hinzubekommen, wäre besser gewesen. Weil auch hier wieder einiges, das so 100% funktioniert hat. Allein, ich glaube, am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, gab es irgendwie, oder es war generell
vielleicht eingestellt von den Respawn-Sachen her irgendwie. Es war teilweise, bist du irgendwo langgegangen, hast alles weggeballert. Generell muss man sagen, das Spiel war auch relativ schwer teilweise, also du konntest sehr, sehr schnell sterben. Und hast halt geschafft, diesen Kampf, bist weiter, kommst den Weg wieder zurück, sind alle wieder da. So ja, genau, also Jäger sind konstant gerespawnt und es hatte wohl auch wahnsinnig unfaire Checkpoints. Ja, so, genau. Dass man wirklich teilweise sagt, boah, jetzt darf ich 20 Minuten einfach nochmal hier langlaufen. Richtig. Ja, also war jetzt nicht perfekt. Ich habe es auch deswegen nicht gespielt, weil vieles, was ich gelesen habe, war so, oh nee, kein Bock drauf. So, ja, das Setting hat mich eigentlich sehr interessiert und so. Ich war sehr gehypt drauf. Aber ja, dann war wirklich so, ach nee, obwohl es im Game Pass war, war so, nee, komm, das tue ich mir nicht an. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut am Anfang, aber ja, dann hatte ich auch nicht mehr so groß Lust so irgendwie, weil ja, Setting mega cool, mega interessant, ich hoffe, dass die trotzdem vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen, irgendwie mit demselben Setting, oder ein neues Spiel mit demselben Setting, weil ich finde ich fand das Setting halt super interessant, ja, einfach. So irgendwie. Und ach ja, und dann gab es ja auch noch, denn ich glaube, war ich auch mit Entwicklern noch die ganze Kontroverse wegen den Russland. Ja, sie haben irgendwie inmitten des Ukraine-Russlands-Konflikts haben sie irgendwie so eine Promo-Veranstaltung in Russland gemacht und ja, irgendwie halt keine cleveren Moves und viele unterstellen halt auch dem Spiel, dass es so pro Unterdrückungsthematiken ja, und Aussagen hätte und so. Aber wie gesagt, da ich es nicht gespielt habe, kann ich das nicht beurteilen, ob das da mitschwingt oder nicht. Weil von allem, was ich gesehen habe, wirkt es auf mich eher wie eine Kritik an dem sowjetischen System. Ja, aber ich glaube, es war auch so, mit dem Entwickler, war auch irgendwie der oder Lead-Designer oder Produzent oder irgendwie so, war irgendwie ganz krass pro-russisch irgendwie, hat auf Twitter jetzt X halt da irgendwie Sachen gepostet, mich recht erinnere. Irgendwas war noch ganz kontrovers und so weiter. Ich weiß nur noch, dass irgendwie war das sogar wirklich von den offiziellen ukrainischen Accounts kam irgendwie so boykottiert dieses Spiel, weil das halt Russland unterstützt und so weiter. Mhm. Weil es halt ein russisches Studio ist, was dieses Spiel entwickelt hat und so. Und ja, das gab es ja auch noch dann dazu, was noch alles damit dazugekommen ist, kann man sagen. Naja, so, dann ein Spiel, das ja einmal einen neuen Spin versucht hat für eine Reihe, die jetzt schon sehr, sehr lange existiert, nämlich die früher Yakuza-Reihe, mittlerweile Like a Dragon. Hallo. Und zwar Like a Dragon Ishin. Und das war ein Spiel, was es in Japan schon lange gab, nämlich ein Yakuza im feudalen Japan, was quasi auch die Map aus den heutigen Yakuza-Games nimmt, die ja die Main-Reihe immer hatte. Im letzten wurde jetzt ja erstmals eine neue Map eingeführt, sozusagen. Ja. Und die halt quasi, ja, zur Zeit des Feudalismus bespielt. Und ja, da aber im Prinzip eine gute alte Yakuza-Story erzählt, mit dem Helden, der sich durch Horden und Horden an fiesen Schurken schnetzeln muss. Und der klassischen Mischung aus Humor und Ernst, die Reihe habe ich ja auch bei Like a Dragon, dem letzten, gemerkt, was diese Reihe ganz faszinierend hinbekommt, dass du in einem Moment lachend vom Stuhl fällst, weil es so absurd wird alles, und im nächsten halt wirklich emotional ergriffen bist von diesen Charakteren. So, das ist so eine Qualität, die ich halt sonst wirklich nur von Metal Gear kenne, so diese völlige Schere. Diesen Spagat hinbekommen, ja. Und also hier war wohl dieser humoristische Aspekt deutlich zurückgefahren, weil es halt einfach nicht so ins Setting gepasst hat, aber ansonsten war die DNA total da. Sie haben halt auch noch damit gespielt, dass man so verschiedene Kampfstile freischalten kann im Verlauf der Story, die auch wirklich sich dann anders anfühlen im Kampf, und kamen halt universell sehr, sehr gut an bei allen, die es gespielt haben. Da diese Spiele tendenziell relativ lang sind, habe ich auch da leider verzichtet. Generell ist es so eine Reihe, die ich wahnsinnig gerne mal spielen würde, weil ich habe jetzt ja nur den siebten Teil gespielt, aber es frisst halt so viel Zeit. Ich habe den 50 Stunden gespielt und bin nicht ansatzweise durch den siebten. Ne? Ja, das ist wirklich so. Also ja, ich gebe zu, dass das vieles da mich immer ein bisschen abgeschreckt hat, dass ich halt nie dachte, so, die Reihe muss ich unbedingt nachholen, obwohl ich immer sehr viel Gutes gehört habe. Aber wie du schon sagst, es ist halt wirklich, wenn du das jetzt noch alles spielen willst, das frisst so viele Stunden. Das ist, ja. Naja. Ja, dann
mal ein bisschen Hardware, was rausgekommen ist, nämlich die PlayStation VR 2 ist dann auch im Februar, am 20. Februar rausgekommen. Ja, VR ist immer noch so ein Ding. Ich habe gedacht, die Entwicklung geht schneller, aber es dauert doch ganz schön. Weil halt leider nicht genug an Spielen und so weiter wirklich für die VR-Brillen halt rauskommen. Aber die Hardware entwickelt sich immer weiter. Immerhin das. Also wir kriegen immer wieder neue VR-Brillen, bessere VR-Brillen, die länger funktionieren, die bessere Qualität haben. Und meine Hoffnung immer noch ist, dass es halt irgendwann in diese Richtung geht, dass dann doch irgendwann VR noch größer wird und so weiter. Und VR 2 von PlayStation war jetzt eigentlich so dieses Ding, dass PlayStation sagt, ey, wir haben es noch nicht fallen gelassen, sondern wir entwickeln da weiter. Wir sehen auch da Potenzial drin und so. Ja. Und was ich mitbekommen habe, sind die Leute mit der PlayStation VR 2 recht zufrieden an sich, von der Hardware. Es gab halt nur Probleme mit der Software. Weil das Bekloppte ist, dass sie halt gesagt haben, ja, das ist VR 2. Aber alle Spiele, die ihr bis jetzt für die PlayStation VR 1 hattet, funktionieren nicht für die VR 2. Ja. Die müsst ihr alle nochmal neu kaufen. Also, und das habe ich so gedacht, ey, warum macht ihr so einen Scheiß? Ihr habt recht gute Hardware, aber verkackt die Software so sehr, dass ihr nicht mehr daran denkt, es abwärtskompatibel irgendwie zu machen. Also, was soll das? Und dann sagen sie, ja, na, ihr müsst jetzt die ganzen Spiele nochmal neu für VR 2 kaufen. Alter, das ist nicht euer Ernst. Also, wie kann man sich denn selber so torpedieren? So ein Projekt, so eine Hardware torpedieren? Also, das ist doch das Dümmste überhaupt. Ja. Also, hat Sony keinen cleveren Schachzug gemacht, so würde ich sagen. Ja, wie so oft in letzter Zeit. Das ist das Problem, wenn man zumindest was die Konsolen angeht, weit vorne liegt. Wird man offenbar betriebsblind manchmal. Ja. Und das war halt deshalb noch so unnötiger gefühlt, weil sie nämlich, also es war so ein Katalog an Games, die kamen mit der PSVR 2, aber sie hatten mit so Sachen wie Horizon Call of the Mountain und Resident Evil Village ja sogar recht zugkräftige Starttitel für die VR 2. Und Village meine ich auch wieder PlayStation-exklusiv, nur VR, so wie es bei 7 auch schon war, bei Biohazard. Ich glaube, ja. Und ja, das macht es halt irgendwie noch umso absurder, dass die halt die bewusste Entscheidung getroffen haben. Das wird nicht abwärtskompatibel sein, das Ding. Ja. Naja, gut. Schauen wir mal, wo es hingeht mit VR. Gefühlt ist das wirklich so ein Thema, was, ja, das gibt es so am Rande. Naja. Aber die Zukunft des Gaming scheint es Stand jetzt nicht zu werden. Was für mich ganz okay wäre, ich habe mir gewünscht, dass es so ein Parallelding wird, dass VR erfolgreich wird, aber auch die guten alten AAA-Games ganz normal noch existieren. Mal gucken, wo wir da am Ende landen. Ja, also ich will auch so einen Punkt, wenn ich mal wieder nächstes Jahr vielleicht ein bisschen Geld zusammen habe, vielleicht würde ich mir so eine VR-Brille mal zu holen für meinen PC, weil mein PC von der rein Leistung, was mein PC drauf hat, VR hinbekommt eigentlich. Um mich so vielleicht mal sowas mal zu holen, aber mal gucken. Ja. Um nochmal so ein bisschen da reinzuschnuppern. Ja, dann, wie gesagt, Horizon Call of the Mountain kam noch raus und Resident Evil Village halt für die PlayStation VR 2. Horizon Call of the Mountain war sehr, sehr cool von der Grafik her und so weiter. Also wirklich mit, also was ich da in Bildern gesehen habe, das ist der Wahnsinn, was die da rausgeholt haben. So eine kleine Extra-Story halt, wie Aloy in irgendeinem Beat irgendwie ist, wo halt natürlich wieder irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau von der Story her war. Aber es sah halt sehr, sehr krass aus einfach. Wie du halt denn da wirklich denn dich da bewegen musstest, schießen musstest aus der nächsten Nähe, diese riesigen, also diese eine Szene aus dem Trailer war halt so geil, wie du bist in so einem kleinen Kanu irgendwie, was da in den Wasser runterschippert und direkt über dir halt so ein Longneck halt irgendwie rüberläuft. Das war so, oh, ist das gut. Das war schon sehr, sehr stark. Und bei Village, da war es halt auch einfach cool, diesen Horror aus nächster Nähe zu erleben und dann halt da wirklich dann First-Person-mäßig dich durch alles durchzuballern und so weiter und dann halt in diesen bekannten Ort wieder reinzukommen. Und das war alles gut. Das sah alles stark aus, es hat einen Spaß gemacht, hat gute Reviews bekommen. Muss ich halt noch besser verkaufen, ne? Weil, ja, nicht jeder hat eine PlayStation VR 2. Ja. Ja, dann kam noch am 23. Februar kam Blood Bowl 3 raus. Also das Problem ist, ich habe Blood Bowl 3 tatsächlich damals nicht selber gespielt. Ja. Weil ich da so ein bisschen raus bin, was Blood Bowl leider wirklich angeht. Ich habe damals Blood Bowl 2 ein bisschen gespielt, war aber einfach irgendwann so frustriert, was dieses Spiel angeht, weil ich einfach ums Verrecken kein Würfelglück habe.
Während ich halt gegen gefühlt immer Gegner gespielt habe, die immer Würfelglück hatten und egal, was ich gemacht habe, taktisch und strategisch, ich wurde eh immer platt gemacht, weil die Würfel gegen mich waren. Und dann war auch noch so eine Runde halt ewig dauert, dass du halt sehr schnell verlierst irgendwie, warst du trotzdem 3-4 Stunden in der Runde beschäftigt. Deswegen hat mich ja damals Bloodborne 2 so ein bisschen verloren, obwohl es an sich ein cooles Spiel eigentlich ist, dass du halt dieses Warhammer Fantasy American Football Ding hast, wo halt einfach deine Spieler auch wirklich sterben können, weil die sich halt wirklich gegenseitig aufs Maul geben. Und Bloodborne 3 war jetzt halt dieses Ding, ja, einfach von selben mehr. Also du konntest halt noch mehr die Stadions jetzt anpassen, mehr ausbauen, sah grafisch hübscher aus. Hast halt so ziemlich dieselben Völker wiederbekommen, aber natürlich auch nicht wenn alle. Wenn du eine Menge bezahlt hast. Denn ich, das muss man ja sagen. Man muss sagen, Bloodborne 3 ist sehr, sehr schlecht angekommen, als es rauskam, weil es sehr, sehr unfertig war, wohl ziemlich wenig Content sogar rein vom Base-Game geliefert hat. Na, du hast 3 oder 4 Völker am Anfang. Genau, und wohl Microtransaction verseucht war. Ja. Wie sonst was. Und ja, das war so ein Gefühl, das Game kam raus, alle haben gesagt, das ist ja scheiße. Und dann war es aus dem Gedächtnis der Leute auch schon wieder weg. Ja, das Problem war halt wirklich, Bloodborne 2 hatte halt seine Fanbase, ne? Und wurde immer noch recht regelmäßig von einer kleinen Fanbase gespielt, auch mit Turnieren und so weiter. Und da war es halt den Leuten so, ey, da hatten wir am Anfang, hatten wir halt, glaube ich, 5 Völker oder irgendwie sowas. Da hatten wir ein paar, die auch kostenlos nachgeliefert worden sind und dann manche, die halt dann was gekostet haben. Und es war aber alles okay. Und jetzt hattest du halt diesen riesigen Roster an verschiedenen Völkern für Bloodborne 2 bereits fertig. Und das Spiel war eigentlich okay. Und dann haben sie gesagt so, Bloodborne 3, wir fangen wieder von vorne an. Jetzt holt euch alle DLCs in Bloodborne 3 gefühlt noch einmal. Was bekommt ihr dafür? Ein bisschen hübschere Grafik. Ansonsten ist fast alles gleich. Ihr könnt ein Stadion jetzt selber richtig machen. So, und da haben viele Leute gesagt, so, okay, was soll der Scheiß eigentlich? Also, wir können bei Bloodborne 2 bleiben, weil so ein großer Unterschied ist es nicht. Ja. Ja, sehr viel besser kam da schon Octopath Traveler 2 an, am 24. Februar rauskam. Und ja, ich habe ja zum ersten schon vermehrt gesagt, der war sehr süß, sehr nett, in dieser schönen Diorama-Pixel-Optik. Hatte für mich halt ein bisschen das Problem, dass dieses Konzept mit den 8 Helden, die man hatte und deren Geschichte man erlebt hat, dass es nicht so richtig aufgegangen ist, weil sie halt alle in der Party waren, aber nichts miteinander zu tun hatten, sondern einfach alle ihre Story erlebt haben, jeder für sich. Ja. Und ja, es hat sich für mich so ein bisschen totgelaufen. Der zweite Teil kam exorbitant gut an. Also ich habe auch wirklich jetzt schon mehrere Game of the Year Kandidatenlisten gelesen von Leuten, wo das drauf stand, das Spiel. Oh krass. Okay. Weil sie halt gesagt haben, das ist in allen Belangen besser. Vom Gameplay her besser, was im ersten schon sehr gut war. Die haben sich ein sehr cooles System für Rundenkämpfe ausgedacht. Von der Story her jetzt funktionierend diesmal das ganze Konzept. Von der Musik besser und so weiter und so fort. Also ja, das ist so ein Spiel, wo alle, die es gespielt haben, sich wohl auf der Stelle verliebt haben. Dann habe ich geguckt, wie lange das so dauert. Dann stand da, glaube ich, so 60 bis 80 Stunden. Dann war ich so, ja, okay. Ja, gut. Nun, dafür habe ich jetzt keine Zeit bei allem, was in den nächsten Wochen so kommt. Ja. Ja, leider, leider. Aber erwähnt haben wollte ich es doch, dass das wohl auf JRPG-Ebene ein ziemlicher Homerun war. Ja, das sehr beliebt war auf jeden Fall. Ja, jetzt schön, was wir denn beide gespielt haben. War dann Wolong Fallen Dynasty, was dann halt wieder mal ein Souls-like-Game ist. Ja, von den Machern von Nioh! Und ja, diesmal, was soll man sagen, es heißt zwar Wolong Fallen Dynasty, aber es war halt in vielen Punkten wie Nioh, so irgendwie. Und ja, es war so ein Spiel, was für mich so ein Spiel ist, so, das ist okay. Das könnte für mich so ein Spiel ist, okay, so Spiel des Jahres irgendwie sein. Bin ich dabei. Weil es war halt wirklich, es war schon irgendwie spaßig, so ist du nicht. Aber irgendwie hat es, also es gab halt so gefühlt so einen wirklich schweren Bosskampf, so in der Mitte. Und das war's dann irgendwie. Und die anderen Bosskämpfe waren alle relativ easy. Habe ich alle teilweise First und Second tried. Ja, man muss halt sagen, dass, also ich habe bei Wolong gesagt, also weil Nioh 1, das ist halt so witzig, war unser okayestes Spiel des Jahres, in dem Jahr, wo es rauskam. Das Jahr, wo wir eigentlich das eingeführt haben, glaube ich. Ja. Das Ding. Ja, genau. Dann kam Nioh 2, was für mich ein absoluter Brecher war und Game of the Year Contender, weil sie genau an den richtigen Stellen für mich geschraubt haben.
Und mit Wolong sind sie jetzt wieder so auf Nioh 1 Niveau zurückgegangen. Ja. Und ich habe halt auch in meiner Review habe ich gesagt, da ist viel Potenzial für Teil 2. Wenn man so ein paar Mechaniken zu Ende denkt. Weil sie haben ja coole Ideen. So, zum Beispiel bist du ja auf so einzelnen Maps und Levels, wie auch bei Nioh schon. Aber weil das Ganze ja in einem großen Krieg spielt, haben sie so ein Moralsystem eingebaut. Also alle Gegner haben ein Morallevel und du hast auch ein Morallevel. Und wenn du Gegner besiegst, steigt deine Moral. Und wenn du besiegt wirst, dann sinkt sie wieder und so weiter und so fort. Man kann aber eben dadurch, dass man die Map erkundet, auch so Flaggen aufstellen, mit denen man ja seine Moral festigen kann und dann nicht mehr unter dieses Niveau sinken kann. Und ja, das ist halt deutlich spürbar. Wenn du halt 3-4 Morallevel unterm Gegner bist, dann haut er dich halt mit 2-3 Schlägen um. Wenn ihr auf selben Niveau seid, läuft's okay. Und wenn du drüber bist, dann haust du alles weg. Und das Problem war halt aber so ein bisschen, dass du in der Theorie dir damit deinen Schwierigkeitsgrad selber beeinflussen kannst. Aber dadurch, dass diese Flaggen auch die Checkpoints sind, teilweise fühlt es sich total falsch an zu sagen, ich stelle jetzt absichtlich diese Flaggen nicht auf, damit es schwerer ist. Aber wenn du es machst und die Map komplett erkundest, dann ist es halt zu einfach. Bis auf diesen einen Boss, wie gesagt, der dich 2 Stunden in Staub tritt und danach ist alles einfach. Ja. Ja, und da war irgendwie so vieles, wo man das Gefühl hatte, irgendwie nicht so ganz zu Ende gedacht. Auch wieder halt das gesamte Ausrüstungssystem war genauso wie damals bei Nioh 1. Also dieses, du konntest halt deine Begleiter haben, du hast ja sogar KI-Begleiter mit dabei gehabt, die ich irgendwann abgestellt habe, weil die mir einfach zu scheiße nervig waren, weil ich besser war, wenn ich alleine war. Und dann war es also, wenn du die halt dabei hattest, dann war es halt so, dass du ihre Rüstungsset und Waffen bekommen konntest, wenn du halt dich mit ihnen angefreundet hast auf Maximumstufe. Und dann hatte ich halt wirklich so den einen Typen und dachte so, ey, das ist mein Kampfstil, ich will deine Rüstung und eine Waffe haben, hab ich mit denen angefreundet, hab dann seine Waffe und Rüstung gehabt und dann baute ich nie wieder was. Dann war so, ich habe so viel Loot bekommen und habe gesagt so, ja, aber meine Waffe ist entweder A stärker oder halt gleich stark wie die anderen Waffen und die haben halt, also da gab es nicht genug Unterscheidung. Also es gab dann überall so eine Spezialeffekte und irgendwie 2,1% mehr Schaden, wenn du von hinten angreifst und sonst irgendein Kram. Und dann war so, ja, meine Waffe hat schon den perfekten für auf meinen Spielstil die abgerichteten Bonus, wenn ich halt das ganze Rüstungsset anhabe, plus der Waffe und so weiter. Ich brauche nicht mehr und diese ganzen anderen Effekte kann ich mir noch durch Kristalle oder Talismane oder sowas auf meine Rüstung raufklatschen. Und dann war halt wirklich sämtlicher Loot, den ich gefunden habe, ich weggeschmissen oder verkauft halt. Und auch generell, also ne, sie hatten ja vorher sogar gesagt, es soll weniger Loot geben, es soll also nicht so wie in Nioh dieses Permanente sein. Ja, es war aber trotzdem super viel Loot. Noch dazu sehr unübersichtlich, also wie gesagt, bis ich gereilt habe, was der Unterschied zwischen einem 4-Sterne-Helm und einem 3-Sterne-Helm derselben Version ist, auch noch. Hat irgendwann so, okay, der hier hat 0,3% mehr von diesem Stat oder so, war schwierig und ja, noch dazu war es halt leider zu Release in einem technisch sehr schlechten Zustand, also ich hatte mehrere Freezes, einmal hatte ich einen Boss fast besiegt und durfte dann mir unter einem gefreezten Bildschirm anhören, wie ich gerade sterbe, einen Bosskampf musste ich 2-mal wiederholen, weil einfach das Spiel aber abgestürzt ist, einmal ein Widescreen ich hatte und ja, das war nicht rund, das Ding. Ja, und deswegen, und naja, dann war es auch so, dass sie halt versucht haben, da die krasse Geschichte nachzuerzählen und alles so mega episch und ernst zu machen mit noch Verrat und keine Ahnung was. Und es war scheißegal. Die Story war mir so vollkommen egal. Also vor allem, weil die halt mit so vielen Namen um sich geworfen haben. Und keine Ahnung, vielleicht wenn du aus China kommst und halt ein bisschen mehr damit aufgewachsen bist mit diesen ganzen Geschichten und Mythen und keine Ahnung was, vielleicht fällt es dir dann leichter, das alles zu verstehen. Aber so als, ich sag mal, wirklich Europäer, du kommst so, und da sind Hanchon mit Bo dumm, und dann ist der da, und dann ist die da, und der ist der General von dem, und der ist aber der General von dem, und der Major von dem, und das ist der Vater von dem Sohn von dem Major von dem, und aber da muss und man und sagen, nein, der hat jetzt den Major des Generals verraten, und ich denke so, what the fuck passiert hier gerade? Da muss man halt sein, dass sie das noch nie konnten, ne? Also, das, so, auch in Nioh, das konnten sie halt noch nie irgendwie. Ja, ja. Aber ja, in 2 haben sie zumindest eine nachvollziehbare Story irgendwie erzählt. Ja, genau. Hier war ich wohl stellenweise so, dass irgendwie Leute waren in einem Bündnis und dann kommt nach der Mission halt original das Bündnis zerbrach und alle gingen ihrer Wege. Ja, genau.
So, es war, du hast dafür eine Cutscene. Ja. Du bist so, du siehst, wie, ich glaube, die Stadt brennt oder irgendwie sowas. Und dann ist es eine Cutscene, wie sie alle auf der Mauer stehen, ja, sich alle umdrehen, weggehen und dann so, das Bündnis zerbrach. Oh, was? Ja. Also, okay. Ja, nur wenn du dann halt so einen Missionsbeschreibungstext liest, kriegst du ein bisschen mehr, was eigentlich passiert ist. Genau. Ja. Ja, naja. Ja, deswegen, das war so ein Spiel, ja, war okay, aber ja. Es war auch, dass ich am Ende, ich habe auch nicht mal alle Nebenmissionen gemacht. Es gab ja den ganzen Nebenmissionslevel. Ich habe die Bosskämpfe habe ich doch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich mache das Spiel zu Ende. Habe den Final Boss gemacht und fertig. Weil ich war so, es bringt mir halt eh nichts. Ich kriege ja keinen Loot. Ich habe mein Equipment ja. Also ich kriege ja nichts Gutes mehr davon. Und jetzt da irgend so ein Boss-Rush-Battle zu machen, wo ich irgendwie 10 Bosse hintereinander irgendwie bekämpfen muss, ohne zu sterben. Ja. Hab auch keine Lust drauf. Ja, so rein spielerisch kann man sagen, hat Spaß gemacht. Also hat hat so eine schöne Mischung aus Sekiro, also aus dem Parieren und so weiter und eben sehr aktiven Kämpfen. Und was ich ja immer liebe, so diese Mechanik, dass wenn der Gegner dich mit einem roten Angriff angreift, dass du dann halt einen perfekten Konter machen kannst. Und wenn du das aber nicht schaffst, dann wird deine Moral abgesaugt. Ja. Außer du hast alle Flaggen aufgestellt, dann ist es egal. Genau, also es war schon spaßig, es war halt aber, ja, wie schon Neo 1, nicht gut gebalanced in dieser Herausforderung gefühlt. Leider. Ja. Ja, eine Reihe, die auch für wirre Geschichten bekannt geworden ist, ist Bayonetta. Ja. Und die haben sich entschieden, relativ überraschend, im März diesen Jahres, ja, mal eine so gar nicht wirre Geschichte zu erzählen, nämlich die Origin-Story von Bayonetta. In Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon. Genau. Und ja, das erzählt die Geschichte, wie Bayonetta, a.k.a. Syriza, ihren Dämon Cheshire kennengelernt hat und zu einer Umbrewitch geworden ist, letztendlich. Und ja, ist fast schon so eine kleine Märchenbucherzählung. So vom ganzen Stil her wirkt es sehr märchenhaft und hat ein wunderschönes Main-Theme, das höre ich bis heute mir regelmäßig an, auf Walisisch gesungen, witzigerweise. Ist abgefahren, klingt wie so eine völlige Fantasiesprache, ist aber wohl Walisisch, habe ich gelernt. Okay. Und war wohl sehr nett, war jetzt spielerisch nichts Großes, also hast halt die Mechanik gehabt, dass du Cheshire und sie parallel steuern musstest und konntest. Und war aber sehr herzlich, sehr schön und sehr, sehr ungewohnt für Bayonetta. Dass das wirklich so eine sehr herzergreifende Geschichte war und einfach sehr nett. So und nicht, ich baller hier halt nackt Dämonen weg. Das war nicht da drin. Oh. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen bei der Origin-Geschichte. Aber der riesige Ha-Kaiju-Battle war drin, oder? Nicht, dass ich wüsste, aber ich hab's halt nicht auch gespielt. Oh. Ja. Was ich aber gespielt habe, ist Chia. Das war ein Spiel, was mir ja irgendwie sehr gut getan hat. War ein Spiel, wo man eine ein kleines Mädchen spielt auf hawaiianischen Inseln, Neukaledonia, glaube ich. An die Insel ist es angelehnt. Und am Anfang des Spiels wird halt dein Vater oder Großvater entführt von einem bösen Mann, der alles verpestet. Und dann zieht man eben los, um mit seinem Segelfloß über die Meere zu segeln und die Inseln zu erkunden. Und man hat eben die besondere Fähigkeit, dass man sich in so ziemlich alles, was in der Umgebung gibt, rein verwandeln kann. Also du siehst eine Kokosnuss irgendwie liegen, verwandelt sich in Kokosnuss, rollst durch die Gegend. Du kannst aber auch in Vögel, in Elche, in alle Tiere, die du so siehst, rein. Und dadurch eben auch neue Moves und so weiter bekommen. Und ja, das war so ein Game. Das war jetzt spielerisch nichts irgendwie, wo ich sage, wow, das hat das Rad neu erfunden. Im Gegenteil, es war eher ein bisschen hakelig. Ja. Aber das war einfach so durch und durch schön. Das war so entspannt. Ich bin da durch die Gegend gesegelt und habe meine Musik gehört und habe dann die kleinen Rätselchen, die es eben gibt, wo du dann deine Fähigkeiten nutzen musst, gelöst und habe mich da einfach so durchgespielt. Und das hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht und war ein sehr entspannendes Spiel. Und was ich cool fand, war, dass das sehr in der Kultur dieser Inseln begründet war. Also ich habe viel gelernt über die Rituale und Sprachen und so weiter, die sie da haben. Und das mochte ich. Das war schönes Spiel. Sehr schön. Ja.
Ich kenne die ganzen Trailer und so weiter. Ich fand es sehr, sehr putzig, aber ich habe es selber nicht gespielt. Ja. Was auch sehr, sehr cool war, was ich aber auch nicht gespielt habe, ist Have a Nice Death. Was halt so ein Roguelike Game ist, wo also so also was Side-Scroller, ne? Ja. Genau, Side-Scroller, wo man halt den Sensenmann spielt, den Tod, der völlig überarbeitet ist, weil seine ganzen eigentlichen Angestellten, die sich eigentlich um die ganzen Seelen und so weiter kümmert, arbeiten nicht mehr. Und jetzt musst du halt als der Tod aufbrechen und deine ganzen Angestellten mal wieder zur Seite zusammenkloppen, damit die mal wieder arbeiten, damit du auch mal wieder Ruhe hast, damit du auch mal wieder Urlaub machen kannst und so weiter. Ja. Und das da in einen sehr, sehr süßen, hübschen Grafikstil eingepackt. Und kam mir recht relativ gut an. Ja. Ich hab's gespielt ein paar Stündchen lang. Dann habe ich wirklich gemerkt, dass. Also, weil Heaven Eyes Death hat ein relativ softes Progression-System. Also, es ist nicht so, dass du so diese krassen Boni freischaltest, wo du sagst, boah, okay, irgendwann schaffst du es halt einfach, weil du genug freigeschaltet hast. Also, es ist halt eher relativ soft von dem, was man bekommt. Und ich tue mich irgendwie mit so 2D-Roguelites sehr viel schwieriger als so mit dieser Hades-Perspektive. Ja. Und es wurde mir dann irgendwann einfach zu schwer, tatsächlich. Und ich habe es dann gesagt, ja, okay, hab jetzt meinen Spaß damit gehabt. Hab mich aber stellenweise sehr beömmelt. Also der Humor ist super, weil es auch das System hat, dass du, wenn du Gegner öfter mal besiegst, dann kriegst du immer mehr über die zu erfahren. Und jedes Gebiet, in das du kommst, ist halt auch mit irgend so einem Problem von uns Menschen, also Fast Food, Umweltverschmutzung, Krankheiten, Psyche und so weiter versehen. Und die Gegner sind halt auch alle daran angepasst jeweils, also jedes Gebiet hat auch seine eigenen Gegner. Und also gerade bei dem Fast Food Part habe ich mich beömmelt, also mein Lieblingsgegner ist glaube ich die Haracola. Das ist ein, das sind Cola, so Cola-Becher, die Harakiri begehen, wenn sie besiegt werden. Okay. Mit dem Strohhalm. Und also sehr, sehr abgefahren, sehr, sehr lustig. Auch die ganzen NPCs, die da drin sind, haben mich sehr amüsiert, weil die auch immer ihre Story weitererzählen, wenn du da langkommst und so. Also ist ein super Game. Es war für mich nur einfach zu schwer, um da dann mehr rein zu investieren. Ja, ich bin mit 2D Roguelike bin ich auch nicht so krass drin irgendwie. Wenn ich dann denke, Rogue Legacy ist eines der wenigen, was ich mal wirklich komplett gespielt habe. Ja. Die meisten ist vielleicht mal reingucken, aber nie so wirklich durch. Ja. Aber was wir dafür richtig durchgespielt haben, weil wir halt beide sehr große Fans davon sind von der Reihe, ist nämlich Resident Evil 4 Remake. Das kam auch im März raus, 24. März, für alle gängigen Konsolen und so weiter. Und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Einfach. Ja. Ich kann jetzt aber wirklich sagen, ich habe jetzt alle Resident Evil Teile damit einmal gezockt. Also weil die gute Niki und ich haben ja mittlerweile auch die ganzen alten Resident Evil Teile ja so Stück für Stück durchgespielt. Also das alte Resident Evil 1 und auch 2 und so weiter haben wir auch mal gespielt, nicht nur die Remakes. Und jetzt mit Resident Evil 4 war noch so eins, was mir wirklich gefehlt hat. Und ja, das auch mal nachgeholt. Und es war sehr, sehr lustig, war sehr, sehr spaßig. Es war weniger nervig als das Original, muss man auch mal sagen. Also Leon, huhu, help me, war diesmal nicht ganz so krass. Ich glaube, außer ein einziges Mal, wo wir uns verreckt nicht getroffen hatten, irgendwie diesen einen Kultisten, der auf der Brücke sie mitgenommen hatte, irgendwie sowas. Ja. Aber ansonsten lief es eigentlich immer sehr, sehr gut. Und wir konnten einen Gegner erledigen, indem wir ein goldenes Ei auf ihn geschmissen haben. Ja. Das war auch sehr lustig. Ja, und ansonsten, ne, dass Resident Evil 4 eins der besten Spiele aller Zeiten ist, bestreitet, glaube ich, so ziemlich niemand, ja. Weil es wirklich abgefahren ist. Also, uns ist beim Spielen erstmal wieder bewusst geworden, wie lang dieses Spiel war und was für eine Horror-Achterbahnfahrt, die da einfach abliefern. Weil du wirklich so von einem abgefahrenen Setting ins nächste kommst, von einem Over-the-Top-Gegner in den nächsten gerätst und so weiter, dann noch kleine Nebenquests eingebaut sind in das Ganze. Sah super aus, spielt sich super. Wir haben manchmal schmerzlich die Ausweichrolle aus 3, den Raya-Remake, vermisst. Ist nach wie vor eins der rundesten Resident Evils, die es so gibt. Und ja, jetzt kann man mal gespannt sein, ob sie den 5er auch remaken oder sagen, gut. Angeblich gibt es ja schon Gerüchte, dass sie schon machen, dass sie schon dabei sind, den 5. zu remaken. Ja.
Wo ich da halt gespannt bin, ist wirklich, ob sie den 6. remaken oder ob sie vielleicht den Reimagination oder irgendwie sowas. Weil der 6. war ja dann eigentlich damals dieser Cut, das endgültige, ich sage mal, vorzeitige Aus für Resident Evil in dem Moment, bevor dann mit Teil 7 dann wieder so ein Restart der Reihe gefühlt irgendwie passiert ist. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was sie mit den 6. Teil machen, weil ich glaube, den 5. Teil werden sie noch machen, weil der war zwar auch schon nicht mehr so gut, hat aber durch den Koop-Modus war der halt super lustig, einfach den Koop-Modus zu spielen. Und wenn der nochmal als Remake rauskommt, wirklich, denn vielleicht wird er jetzt ja schon bei den Game Awards, wie gesagt, wir nehmen es ja auch vor den Game Awards, vielleicht wird er ja angekündigt, der 5. Teil jetzt irgendwie. Ja, wobei ich glaube, jetzt wird erstmal 9 kommen und dann. Oder so rum, ja. So. Kann auch sein. Aber ja, also man kann sagen, Resident Evil und generell Capcom sind im Moment auf dem Run. Ja. Ja. Und auch hier haben sie sich keine Blöße gegeben, außer damit, dass sie so komische Waffenpässe und so weiter verkauft haben für echt Geld, wo man auch dachte, es ist doch so unnötig. Einfach. Ja, aber man muss ja sagen, es gab ja, also zwei Themen waren ja sehr krass dieses Jahr bei allen Spielen in der gesamten Spielindustrie. Es war ja einmal diese riesigen Entlassungswellen, die halt überall passiert sind. Und es war ja kein Studio, kein Publisher war davon ausgenommen, es war alle haben große Entlassungswellen gehabt. Und das andere war ja einfach das Thema, wie kriegen wir noch mehr Geld aus den Taschen rausgesaugt? Ja. Und es war ja, überall haben sie wieder irgendwas Neues probiert. Jetzt zuletzt war ja von Ubisoft die phänomenale Idee, ey, wir bauen Ads ein im Spiel. Oh, das kam nicht gut an. Es war ein Bug. Es war ein technischer Fehler. Wir wissen auch nicht, wie es passiert ist. Und denkst du, ja, nee, klar. Ihr wisst nicht, wie eine Werbung in eurem Spiel einfach aufploppt. Ja. Und da muss man sagen, ich glaube, es war tatsächlich der Capcom-Chef, der ja vor kurzem gesagt hat, er findet AAA-Games sind zu günstig. Ja, so, genau. Er findet 80 Euro für so ein AAA-Game sind zu wenig. So. Ja. Wo ich auch denke, Leute, also noch machen das alle mit, aber wenn ihr jetzt irgendwann kommt mit 100 Euro für so ein Game, dann überspannt ihr den Bogen, aber auch langsam gewaltig. Ja, das war ja auch noch das Geilste. Also deswegen sage ich, es war so ein Theme, was sich das gesamte Jahr durchgezogen hat. Jetzt vor kurzem war jetzt wieder war von Blizzard, kam halt so, die haben eine Umfrage, es war jetzt eine interne Umfrage, trotzdem kam eine interne Umfrage, wo gefragt wurde, wie viel wärt ihr bereit dafür, für ein DLC für Diablo 4 auszugeben? Hm. Und da war Auswahlmöglichkeiten von 20 bis 100 Euro. Und den 100 Euro Special Edition Deluxe Hyper Hyper Boom Set war irgendwie so Skins drin, Ingame-Währung und keine Ahnung was. So irgendwie für 100 Euro, für ein DLC. Wir reden jetzt von einem DLC, nicht von Collector's Edition, das eigentliche Hauptspiel. Nein, nur eine Special Edition DLC. Und das ist, wer kommt auf die Idee für ein DLC 100 Euro? Also, ich glaube, es hackt. Und wie gesagt, das haben das gesamte Jahr war es von allen möglichen Spielefirmen, da war auch fast niemand, glaube ich, davor geschoren, wie kriegen wir noch mehr Geld aus den Taschen der Gamer irgendwie rausgezogen, obwohl die ja Geld machen. Weil man muss sich das ja wirklich vorstellen, ist ja nicht wie beim Kino, wenn ein Film nicht beim Kino ist, dann kommt da fast kein Geld mehr irgendwie rein, sondern die Games, die verkaufen sich ja Stück für Stück und vor allem, wenn du halt so bekommst, 1 Million Mal hat sich ein Spiel verkauft, was 60 Euro oder 70 Euro wert war. Das sind halt dann trotzdem halt seine 60, 70 Millionen, die sie halt dann einfach mal eingenommen haben. In der kürzester Zeit und so weiter. Also man muss ja sagen, ne, dass natürlich Games auch immer teurer werden und teilweise wirklich die AAA-Games wirklich die Kinobudgets sprengen und so weiter und so fort, Kinofilmbudgets. Aber trotzdem, nehmen die mehr als genug Geld ein mit den Sachen und gut. Sei es drum, es war trotzdem ein super Remake, wo auch hier in dem Fall auch nicht irgendwie so viel rausgestrichen wurde wie beim Dreier, sondern einfach, dass sogar im Gegenteil noch ergänzt wurde stellenweise. Genau. Auch der Separate Ways DLC, den sie für 10 Euro rausgebracht haben mit Ada Wong, ist wohl viel besser als der originale Separate Ways DLC und erklärt Ada viel mehr, was sie da eigentlich treibt. Und war ein gutes Ding. Ja, dann kam ein Spiel raus, was sehr lustig war, am 28. März, nämlich Crime Boss Rocky City. City. Das war deswegen sehr lustig, weil da sehr viele Berühmtheiten sozusagen mit von der Partie fahren. Viele alte Actionstars aus den 80er Jahren vor allem, 70er, 80er Jahren, die halt dort ihre so kleine Gastauftritte entweder hatten oder auch kleinere und größere Rollen tatsächlich hatten. Das Spiel selber war jetzt nicht so krass irgendwie und so beliebt und erfolgreich und so weiter. Es war halt, jetzt habe ich den Namen vergessen, es war halt Payday? So in diese Richtung so ein bisschen? Möglich.
Das war halt so mehr in diese Richtung Payday. Also wäre, dass es halt um diese Überfälle ging und so weiter, was dann halt mit der Story kombiniert war, die aber halt super hanebüchernd ist und natürlich auch wenig Sinn gemacht hat, halt so typisch 70er, 80er Jahre. Aber das ganze Gameplay war halt nicht so richtig rund. Es war halt dann auch sehr repetitiv teilweise. Und das Einzige, was wirklich sehr lustig bei diesem Spiel war, war halt einfach diese ganzen Cameo-Auftritte und einfach diese ganzen alten Action-Stars irgendwie da so live zu erleben und so weiter. Und ja, es war ganz lustig, es war ganz putzig, aber es war jetzt kein großartiges Spiel. Ja. Ja, und dann ein Spiel, was ich einfach mal erwähnen wollte, weil es irgendwie so eine positive Handlung oder Prämisse hat, ist Terra Nil, was am 28. März kam. Und das ist quasi ein umgedrehtes Aufbauspiel, kann man sagen. Weil in den meisten Aufbauspielen geht es ja darum, hey, wir machen uns die Natur zu eigen und wir bauen unsere Stadt auf und so weiter. Und Terra Nil dreht sich darum, du hast komplett tote, ausgebeutete Planeten oder Landstriche und du als Mensch kommst dahin, baust ein Ökosystem wieder auf mit deiner Technik und sobald du das gemacht hast, sammelst du deine Technik wieder ein und gehst, sodass der Planet wieder für sich leben kann. Und ja, es geht halt wirklich, es gibt keine Gegner, es gibt keine äußeren Gefahren in diesem Spiel, sondern es geht einfach nur darum, auf verschiedenen Maps mit verschiedenen Bedingungen die Natur wieder zum Leben zu erwecken. In einem Aufbauspiel, wo ich gelesen habe, es ist relativ auf der simplen Seite, man kann aber auch sehr abgefahrene Sachen sich aufbauen und fand ich einfach eine schöne Idee, irgendwie so. Ja. Ja, und dann kam noch am 28. März The Last of Us Part 1 für den PC raus. Ja, der Beginn von Naughty Dog macht nur noch dasselbe Spiel. Ey, wirklich, ja, es war wirklich, als es kam, wir remastern Last of Us Part 2, war ich wirklich so, ach komm, ja, wirklich, ach komm. Leute. Ich musste so lachen, weil dann gab es ja diese Vergleichsbilder. Ja, ja, genau. Das alte Last of Us 2 und das neue. Und ich saß wirklich so da. Ihr habt es dunkler gemacht? Ja. Das ist der Unterschied? Ich habe mir auch Bilder angeguckt und das Einzige, was ich ab und zu, also nicht bei allen Bildern, sondern nur bei manchen so gesehen habe, dachte so, ja, der Schatten sieht, glaube ich, ein bisschen echter aus. Also Beleuchtung ein bisschen. Aber ansonsten hast du. Du siehst fast keinen Unterschied. Also was man ja sagen muss, ist, dass es nochmal dafür spricht, wie krass dieses Spiel aussah und was für eine Leistung ist, dass das auf PS4 lief. Ja, ja, so, ja, ja. Weil wirklich, ich habe diese Bilder gesehen, das könntest du jetzt rausbringen und alle würden sagen, boah, ja, das sieht frech aus. Und bei Last of Us Part 1 hat man aber natürlich ja ein bisschen mehr an der Grafik geschraubt im Vergleich zu damals. Man hat es ja so annähernd auf Part 2 Niveau gebracht, kann man sagen. Nicht ganz, aber in die Richtung. Ja. Ich finde immer noch, es sieht ein bisschen seelenloser aus als das Original. Also ich mag zum Beispiel die neue Ellie, mag mehr zu der Zweier Ellie passen, optisch, aber ich finde, da ist weniger Leben und weniger Charme in diesem Charakter drin. Naja, passt ja aber zu der Last of Us 2 Ellie. Also. Das, ja, genau. Das, ja, ja. Also, das war ganz eindeutig, um sie anzupassen auf das. Ja, das war schon die Vorgeschichte für Rache. Genau. Und so. Genau. Und das kam ja vorher schon für PS5 raus, der Part 1. Aber ich wollte hier die PC-Version nochmal erwähnt haben, weil da zieht sich eventuell so ein Thema durch dieses Jahr. Die kam sehr unfertig raus, diese PC-Version. Oh ja. Mit teilweise sehr hanebüchenden Grafik-Bugs und so weiter. Also es gab Sachen, dass plötzlich die ganze Stadt in eine Neonstadt verwandelt wurde. Es gab plötzlich Charaktere, die aussahen, als würden sie aus Kong, Skull Island, Rise of Kong kommen und so weiter und so fort. Also ja, dieser Track Record, den wir von bei Returnal ja schon mal erwähnt haben von Sony, nee, sobald das auf PC kommt, läuft das aber auch. Naja. Der ist hier weiter, noch weiter ins Schlingern geraten. Sie haben relativ schnell alles gefixt, aber ja. Ja, es, wie gesagt, es ist wirklich, es war wieder dieses Ding,
kommt irgendein PC-Port von irgendeinem bekannten Spiel, wartet einen Monat, bevor es kauft. Es ist wirklich... Und ich hasse es, weil du kannst mir doch nicht erzählen, das ist... Also, ich bin kein Programmierer. Okay, vielleicht mag es schwierig sein, dass halt perfekt für alle PC-Sachen, die es halt so geht, AMD, Nvidia und keine Ahnung, was weiß ich, das hinzubekommen, dass es immer flüssig läuft. Okay. Aber dann gebt denen doch einfach Zeit, weil... Ob das Spiel jetzt halt für den PC, wenn es eh schon lange für Konsole draußen ist, so dem Motto, jetzt rauskommt oder in 3 Monaten, aber jetzt ist es scheiße, in 3 Monaten ist es gut, dann gebt ihr noch die 3 Monate. Hm. Also ja, es ist halt das Problem, das mit Investoren und so weiter und so fort, wo ich aber immer denke, aber auch Businessleuten muss doch klar sein, dass wenn das Spiel rauskommt und scheiße ist, ja, dass das nicht profitabel dann ist letztendlich für sie. Und ich finde auch da wieder, wir werden ja noch sehr ausführlich drauf eingehen, dann im 3. Quartal, aber Baldur's Gate 3 ist auch bei weitem nicht perfekt rausgekommen. Ja, da gab es viele Fehler, die aber aus einer gigantischen Ambition herausgeboren sind. Aber trotzdem kann man ja da sagen, die haben gesagt, ey, wir bringen die PC-Version als erstes, das ist jetzt das gegenteilige Beispiel, einen Monat später die PS5-Version, weil wir da mehr Zeit brauchen, um sie zu polischen. Und die Xbox-Version bringen wir raus, wenn wir irgendwie rausgefunden haben, wie wir das auf Series S zum Laufen kriegen. Ja, genau. So, was ja dann dazu geführt hat, dass offenbar Larian in Zusammenarbeit mit Xbox eine Möglichkeit gefunden hat, irgendwie 40% mehr Leistung freizumachen oder so. Jetzt gerade in diesen Recherchen. Echt? Dass sie halt irgendwie einen Weg gefunden haben, unfassbar viel RAM zu sparen oder so in der Architektur der Konsole. Also vielleicht hilft Baldur's Gate sogar noch, dass zukünftige Xbox-Games einfach besser sind. Das ist ja lustig, okay. Ja, aber das ist halt so... Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist halt so das Gegenbeispiel, ne? Da ging es zwar nicht um PC, aber dass die gesagt haben, ey, wir bringen es auf den jeweiligen Systemen raus, wenn wir so weit sind. So. Aber so müsste es halt bei jedem Spiel einfach funktionieren und laufen. So, ne? Wir springen es raus, wenn es wirklich flüssig läuft und nicht einfach, ja, da habt ihr und hier noch ein 40 GB Day One Patch und ach, es klappt ja immer noch nicht. Na ja, dann ja, jetzt sind Ferien, ne? Also jetzt, also das dauert jetzt noch eine Woche und da habt ihr es zumindest laufbar und dann noch 3 Monate, damit es endgültig flüssig. Wo halt die Entwickler am allerwenigsten für können, ne? Sonst ist halt immer diese Deadlines, die von den Publishern gesetzt werden. Richtig. Und das das ist halt bitter, weil das war halt, wie du schon sagst, das war eins der großen Themen dieses Jahr. Wir werden es noch ein paar Mal erwähnen. Ja. Dieser Umstand von, ja, ist ein gutes Game, aber auf PC halt nicht. Also, es war ja wirklich, ich fände also so krass, ne? Einfach nur die GameStar-Wertungen. Also, gefühlt immer, wenn irgendwas für den PC rausgekommen sind, war es einfach schon von vornherein 5 oder bis 10 Punkte schlechter. Ja. Also einfach runtergestuft. War einfach wegen dem technischen Zustand, wie es für den PC rausgekommen ist. Und das ist doch so, ey, was soll das? Also, nee, also wie gesagt, da bin ich wirklich, ich bin reiner PCler ja eigentlich. Das Einzige, wo ich die Konsole spiele, ist halt bei dir, ne? Wenn wir irgendwas zusammen da irgendwas spielen. Das ist ein rein PCler. Und ich als PCler sag mir wirklich mittlerweile, ey, ganz ehrlich, dann warte ich halt noch einen Monat länger. Denn ja, ist zwar schade, dass ich direkt zum Release das für die Konsole zocken kann. Ja, mein Gott, dann warte ich halt noch einen Monat. Vor allem, weil man ja mittlerweile die Auswahl hat. Also, wir ertrinken in guten Games aktuell. Richtig. Also, ich habe jetzt auch nicht, wo ich sage so, oh nein, ich kann es nicht direkt jetzt spielen. Was spiele ich denn jetzt? Oh, ich habe gar keine, also, ich habe gar keinen Pile of Shame irgendwo da. Im Moment ist es wirklich eher so, okay, ich habe jetzt Baldur's Gate fast fertig. Oh, Phantom Liberty wollte ich ja auch noch spielen. Oh Gott, jetzt ist das schon wieder rausgekommen. Ah, Alan Wake 2, Hilfe! Ja, so, siehst du, und ja, nee. Nee, also ich bin wirklich dafür, ey, ganz ehrlich, wenn ihr es nicht hinbekommt, ist ein bisschen schade, aber mein Gott, dann bringt es halt einen Monat später raus für den PC. Dann macht doch den Feinschliff dafür. Denn versuche ich mich halt einen Monat lang nicht wirklich zu spoilern irgendwie und dann zocke ich es dann halt. Oder dann, wenn ich halt unbedingt jetzt zocken muss, dann komme ich halt zu dir, schnapp mir die PlayStation 5 und sag, bis später. wenn du es nicht spielen möchtest, oder dann setze ich mich halt hin und zock's halt mit dir zusammen, weißt du, aber nee, das ist, es kotzt mich mittlerweile einfach nur noch an und ich bin da nicht alleine. Also was ich so mitbekomme, es sind mittlerweile einfach alle, die halt so rein PCler sind oder hauptsächlich PC zocken, einfach nur noch angepisst, weil es einfach, es fühlt sich mittlerweile schon so an, man ist so Zocker zweiter Klasse irgendwie so gefühlt irgendwie. Also das kann nicht sein. Also, ja, nee. Ja. Naja.
Man kann nur hoffen, dass sie vielleicht doch irgendwann mal so aufs Bau fliegen, dass sie doch mal irgendwas draus machen. Ne? Dass sie dann vielleicht doch mal irgendwann sagen, so, okay, wir machen es doch ein bisschen später. Vielleicht war jetzt Baldur's Gate ja, weil es halt doch relativ gut lief, vielleicht doch mal irgend so ein so ein Wegschutz irgendwie, Wachschutz, wie auch immer, generell muss man sagen, diese unfertigen Games waren primär in der ersten Hälfte des Jahres, vielleicht ist ja, da schon ein bisschen was passiert im Hintergrund. Wer weiß. Ja, nee, aber wie gesagt, es ist halt so faszinierend, weil es halt größtenteils war es halt eigentlich immer von irgendwelchen AAA-Sachen in irgendeiner Form. Es war selten aus den Indie-Szene, dass da irgendwas technisch überhaupt nicht lief oder sonst irgendwas. Und das ist schon so, ich denke so, weißt du, die Indie-Szene kriegt's hin. Und die können ja anscheinend ja trotzdem irgendwie finanziell stemmen und so weiter, wenn es nicht direkt pünktlich kommt an den Tag, wo sie es eigentlich mal geplant hatten, rauszubringen oder irgendwie sowas. Oder machen es halt Early Access oder irgendwie sowas. Aber ein AAA-Studio, was die Reserven hat, was die Möglichkeiten hat, was die Arbeiter hat, die kriegst nicht hin? Wie kann das sein? Nur so? Ja. Nee, das ist ja bekloppt, bescheuert. Aber sei es drum. Wir müssen damit leben. Wir müssen damit leben, dass dieser Cast jetzt auch vorbei ist. Nach nur anderthalb Stunden. Also ging ja schnell, sind wir flott die Karotti durch. Ja. Und die werden wahrscheinlich nicht kürzer werden. ist so die Prognose. Wird eher mehr. Gut, aber denn, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare Spiele, die wir jetzt vergessen haben, wo ihr sagt, so Mensch, das war jetzt schon im ersten Quartal, das war halt so mein Ding, mein Spiel. Und zu den Spielen, die wir was gesagt haben, gerne auch was für die Kommentare, wenn ihr sagt, so, das war eigentlich total mein Favorite. Weiß ich, Hogwarts Legacy zum Beispiel, wenn ihr da noch was schreiben wollt oder sonst irgendwie, oder hier One Piece Odyssey oder sonst irgendwie, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten schaut euch gerne die ganzen anderen wunderbaren Podcasts hier bei Grom Entertainment an, die sind ganz, ganz toll. Und wie gesagt, da kommt jetzt sehr, sehr viel auf euch zu. Also versuche zumindest so gut wie möglich, das alles aufzunehmen, hinzubekommen und so weiter, dass ihr jetzt jedes Wochenende wieder mal einen Cast habt. Bis Ende Januar, so nach dem Motto. Mal sehen, ob wir es alles schaffen werden, falls mal ein Monat kann auch passieren. Eine Woche. Kann auch sein, aber wir hoffen es nicht. Eine Woche Verschiebung sein soll, dann ist es leider so, es tut uns leid. Ihr kriegt es ja vielleicht selber mit, es sind überall alle Leute krank und so weiter. Also, wir wollen nicht ausschließen, dass wir davon auch nochmal betroffen sind. Und so weiter. Ja. Aber trotzdem, schaut euch gerne die ganzen Podcasts an. Ansonsten zu Grauben Gaming natürlich, auch wenn da momentan nicht viel läuft, natürlich unsere ganzen Livestream- und Let's Play-Aufzeichnungen. Oder natürlich sehr, sehr gerne, wo gerade sehr fleißig alles läuft, nämlich unser Pen und Paper-Kanal, Prepare to Dice. Oder auch gerne mal, wenn ihr euch für Wrestling interessiert, zu WrestleMania. Danke. Sorry, ich war jetzt gerade so. Blackout, der Name. Sorry. Alles klar, dann. Also wie gesagt, habt einen wunderschönen Tag noch, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und bitte bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Gauton. Ciao.